Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier auf okitoki.com. Erstmal, wir hören auch im Hintergrund schon unserem lieben Peter und herzlich willkommen im interaktiven Sprachportal von Okitoki. Ich werde den Peter nochmal stumm stellen. Peter, sonst mache ich das mal eben. Danke, du machst das selber wunderbar. Ja, herzlich willkommen hier heute am 4. Mai 2018, 20 Uhr haben wir es jetzt gerade gehabt, es ist vorbei. Wir haben es 20:01 Uhr, herzlich willkommen draußen an den Boxen und ich freue mich, dass ihr Okitalk eingeschaltet habt. Wir haben eine neue Homepage und die möchten wir euch natürlich näher bringen. Die Homepage hat eine Aufgabe der Vernetzung, des Austausches, der Themen zu präsentieren. Herzlich willkommen. Registriert euch dort oben einfach mit einer E-Mail und euren Wunschnamen und euch steht ein schönes Konto zur Verfügung mit vielen neuen Möglichkeiten. Und ich möchte nochmal hinweisen, am 20. und 21. Oktober findet unser Okidok Medienfestival statt in Mank. Das liegt im St. Pöltener Land zwischen Linz und St. Pölten, kann man sagen. Und das Programm wird auch im Gütze präsentiert. Freuen wir uns auch da. Heute Abend ist zu Gast der Peter Arthur Straubinger. Und das Licht, das Thema heißt heute das Geheimnis des Lichtes. Und wer ihn nicht kennt, kann auch die Homepage mal auch bei ihm klicken. Das ist einmal www. Da heißt es der pastraubinger.com. So haben wir es hier stehen. Und dann haben wir die www. Am Anfang war das Licht.com und eine englische Homepage www.leitdokumentari.com. Auch im Außenchat auf Okitalk, der ist eingeschaltet. Wer jetzt schon Mitglied ist, kann den Chatbereich auch dementsprechend aufsuchen und auch dort schreiben. Oder ihr kommt auf dem Mumble-Server hier auf Okitalk und geht ins Gespräch heute mit dem Peter Arthur Straubinger. Ja, am Anfang war das Licht, da ist er mit bekannt geworden. Wir machen heute auf jeden Fall eine Reise, eine große Reise. Die Reise beginnt halt natürlich mit dem Thema heute, Geheimnis des Lichtes. Wir werden das Licht des Lebens ein bisschen beleuchten, was das alles bedeutet. Wir gehen auf Materie ein, wir gehen auf Sucht ein, wir gehen auf Lichtnahrung ein. Wilhelm Reich wird heute vielleicht auch noch zum Thema werden, Lebensenergie und übernatürliche Fähigkeiten oder vielleicht auch Meister des Lichtes genannt. Ich begrüße jetzt hier heute Abend ganz offiziell Peter Arthur Straubinger und ich freue mich, dass er heute da ist. Einen wunderschönen guten Abend zu dir. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Freue mich, dass ich eingeladen bin. Wir haben sie schon lange geplant und heute ist es endlich passiert. Also vielen Dank. Ja, wunderbar, sage ich auch. Ja, wir sind schon öfters begegnet. Ich habe dich persönlich sprechen gehört in, das war in Eisenstadt, soweit ich weiß, im Wirtschaftszentrum, da habe ich dich auch mal getroffen. Genau, ja, da habe ich einen Vortrag zu, am Anfang war das Licht gehalten. Ja, lieber Peter, vielleicht magst du dich ein paar Worte zu dir sagen. Ich kann dich natürlich vorstellen, aber ich glaube, es ist immer besser, wenn du das sagen möchtest, wer du bist, was du tust, was du machst, warum du der bist, der du heute bist. Okay, ja, also ich bin jetzt 48 Jahre schon auf diesem Planeten und bin jetzt seit fast 25 Jahren Filmjournalist und Sprecher und Moderator und Redakteur bei Ö3. Da kennen mich halt in Österreich sehr viele Leute dadurch. Dann, ich habe auf der Filmakademie studiert, auf der Wiener Filmakademie. Da habe ich mit 19 Jahren damals als jüngster Student begonnen und habe dann das Filmemacherhandwerk gelernt und bin aber dann zuerst nicht Filmemacher geworden, sondern auf die andere Seite gewechselt sozusagen und bin Filmkrit geworden, weil mir war das Filmemachen viel zu anstrengend. Also ich habe das einfach gesehen, was für eine Selbstausbeutung Filmemachen ist und gerade wenn man Doku macht,
ich habe sogar neben am Anfang war das Licht gesehen, also wo man jahrelang in was reinputtert. Und wenn man Pech hat, dann, also wenn man sich anschaut, die meisten österreichischen Kinodokumentationen, die erreichen keine 5000 Zuschauer im Kino. Und da habe ich mir damals gedacht, warum soll man das antun? Selbstausbeutung, Fremdausbeutung. Da ist im Radio viel lustiger, da arbeite ich ja nachtlang und dann hören das ein paar hunderttausend Menschen und da erreiche ich auch jemanden. Also ich muss schon sagen, dass für mich steht mein berufliches Schaffen schon im Zeichen der Öffentlichkeit. Also ich habe schon auch das Bedürfnis, mich mitzuteilen. Und zuerst war das eben nicht mit Filmen. Das ist dann. Und da sind wir jetzt schon gleich beim Thema. Es hat bei mir so angefangen, also ich war so bis Anfang, Mitte 20, habe ich mich so für spirituelle, grenzwissenschaftliche Themen überhaupt nicht interessiert. Also ich war immer sehr interessiert an Biologie, an Psychologie, aber ich bin halt so aus der Schule rausgekommen. Ich bin Biologie und Psychologie maturiert mit sehr gut und da bin ich rausgekommen und ich habe verstanden, wie die Welt funktioniert. Nämlich genauso, wie ich das gelernt habe in der Schule. Und gerade bei der Psychologie ist es ja sehr interessant, dass die Psychologie im 20. Jahrhundert total materialistisch war. Und ich habe da Freud, also ich habe mich zuerst für Freud interessiert und bin aber dann langsam zu C.G. Jung gekommen, weil der Freud war mir immer ein bisschen zu kleinkariert und der C.G. Jung, wenn man sich mit dem beschäftigt, also von dem habe ich viel gelesen und ich bin jetzt ein sehr rationaler Kopfmensch eigentlich und der hat mir das erste Mal so ganz rational klar gemacht, dass ich überhaupt nichts weiß über die Welt der Seele und dass das ein derart riesiges Land ist und dass es da so viel mehr gibt. Und der C.G. Jung hat ja auch wieder Wittgenstein gesagt, es gibt einfach Dinge, über die kann man nichts aussagen und über die soll man auch nichts sagen. Das ist eben so dieser transzendente Bereich. Da habe ich auch Ken Wilber zum Beispiel gelesen, wo ich das erste Mal so mit Transzendenz in Berührung gekommen bin und Rupert Sheldrake. Und dann habe ich einmal ein Buch über transpersonale Psychologie gelesen. Das war so eine 1000 Seiten Scharte, wo aus den unterschiedlichsten Traditionen immer wieder über Meditation gesprochen worden ist. Und ich habe das total spannend gefunden und wollte es lernen. Und das war Mitte der 90er Jahre in Wien noch gar nicht so leicht. Also ich habe mit einem Universitätssportinstitut in die Yoga-Klasse eingeschrieben, aber da haben sie halt dann gerade Dehnungsübungen gemacht. Und ich habe halt dann versucht, über Bücher an die Sache ranzukommen. Und das hat dann eine Zeit lang gedauert. Ich habe dann schon gehört, ja, man braucht Meditationslehrer, um da wirklich weiterzukommen. Speziell, wenn man so ein Kopfmensch ist und beim Meditieren geht es ja darum, dass man eigentlich Gedanken loslässt und den Kopf loslässt. Und ich bin dann über viele Umwege zum Meditationslehrer gekommen im Frühjahr 2000 und habe bei dem Meditieren gelernt. Und da haben mir dann eben andere Schüler von ihm gesagt, du weißt, der ist nichts. Und ich muss gestehen, ich habe damals, also ich habe einmal eben schon eine Dokumentation über den Nikolaus von Flüe gesehen in den 90ern, eben wo ich das erste Mal von diesem Nicht-Essen-Phänomen gehört habe. Aber da habe ich mir gedacht, das ist ein katholischer Mythos und das muss man irgendwie bildlich sehen und nicht so wörtlich. Und das war das erste Mal ein Mensch, ich habe ihn ja dann gefragt, der mir dann erzählt hat, ja, das stimmt, der hat vor einem Jahr diesen Lichtnahrungsprozess gemacht und seither hat er nur Wasser getrunken. Und das hat sehr glaubhaft geklungen, so wie er das erzählt hat, aber auf der anderen Seite hat sich natürlich auch mein Kopf eingeschalten und gesagt, na, hallo, ich meine, wenn es das Phänomen wirklich geben würde, dann müssen ja da Dutzende Universitäten forschen dran und das wäre eine Sensation in den Medien und na, irgendwie, das kann ja doch nicht sein. Aber so dieser Widerspruch aus Herz und Hirn sozusagen, der hat mich dazu bewogen, dass ich dann einmal privat
zu recherchieren begonnen habe und ich habe viel gelesen und habe mich in Newsgroups eingeschrieben und habe halt gesehen, dass das ein Phänomen ist, das jetzt nicht in den 90er Jahren in der esoterischen Szene erfunden worden ist, sondern dass das in allen Kulturen zu allen Zeiten gegeben hat und dass es da schon auch ganz interessante Indizien gibt, dass es das gibt. Und auf der anderen Seite aber natürlich gibt es ja auch sehr gute Argumente, warum das ein Blödsinn ist. Und natürlich verhungern jeden Mensch, jeden Tag tausende Menschen, weil sie nichts zu essen bekommen. Und ich habe so 5 Jahre in etwa privat recherchiert und bin dann zu dem Punkt gekommen, wo ich gesehen habe, ich kann mir rational jedes Narrativ beweisen. Also ich kann mir aus dem Internet immer genau das raussaugen, was meine Argumentation unterstützt. Und ich kann mir schwarz und weiß beweisen, wenn ich das will. Und das war der Punkt, wo ich dann eben zu meinen Filmemacher Wurzeln zurückgekehrt bin. Und ja, ich könnte jetzt ein bisschen was über sozusagen über das Making-of erzählen, Das aber machen wir gleich, weil ich möchte noch mal kurz die Neugier auch für die Zuhörer noch mal wecken. Ihr dürft uns heute auch anrufen. Das ist unser Festnetz aus Österreich, 0043 fürs Ausland, 720-518-197, auch auf der okitalk.com-Seite überall zu sehen. So, lieber Peter, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das war schon wichtig. ja, bitte gerne unterbrechen, weil ich kann über dieses Thema, wir können da wirklich bis morgen in der Früh reden und ich höre nicht auf. Das ist wie wenn man in eine Wasserblase reinsticht und das Wasser rinnt und rinnt und rinnt, weil ich habe mich wirklich sehr, sehr lange beschäftigt mit diesen Themen und am Anfang war das Licht, ist ja im Prinzip so meine eigene Geschichte von jemandem mit ganz striktem materialistischen Weltbild zu jemandem, der sich im Sinn des Wortes wundern kann und der eben, wie es so schön heißt, weiß, dass er nicht weiß. Und das ist halt komprimiert auf 90 Minuten, aber bei mir ist das über einen Zeitraum von 20 Jahren passiert. Und seit der Film 2010 in die Kinos gekommen ist, ist ja viel Neues dazugekommen. Also der Film ist ja wie ein Magnet für neue Puzzlesteinchen, die immer neue interessante Dinge anziehen. Und über das werden wir dann jetzt im Laufe des Abends noch sprechen. Und eben auch diese Vortragstrilogie, das Geheimnis des Lichts, darum haben wir ja die Sendung heute auch so benannt, weil es eben über Lichtnahrung viel, viel weiter rausgeht. Also in der ersten Schnittfassung, die wir am Anfang war, das Licht gemacht haben, habe ich ja am Ende den Film viel weiter geöffnet. Ich wollte mich ja nie so auf dieses Thema Lichtnahrung eigentlich konzentrieren, weil das ist eben sozusagen nur ein Aspekt und das ist sicher auch ein Grund, warum der Film von vielen so missverstanden ist, weil halt alles dann immer auf der Lichtnahrung hängen bleibt. Wie gesagt, ich wollte ursprünglich den Film am Ende viel, viel mehr öffnen und zeigen, dass das eben nur ein Phänomen von vielen ist. Aber es war dann eben so, wir haben ja viele Testscreenings immer wieder gemacht und es war dann einfach so, es war den Menschen zu viel. Also, ich habe dann am Ende, dann kommen dann noch Telekinese und Telepathie und Geistheilung und so weiter rein und dann einfach zu viel. Also die erste Schnittfassung war 2,5 Stunden lang, wo dann eben diese anderen Aspekte auch noch drinnen sind und das haben die Menschen einfach nicht verkraftet. Das war einfach zu viel an Wissen und darum haben wir uns dann entschieden, dass wir uns sehr auf die Lichtnahrung konzentrieren und dann halt am Ende noch ein bisschen sozusagen das Weltbild öffnen, weil schlussendlich geht es eben am Anfang war das Licht nicht um Essen oder Nicht-Essen, um Lichtnahrung oder nicht, sondern es geht einzig und allein darum, das materialistische Weltbild zu hinterfragen, zu zeigen, dass es mehr gibt als dieses mechanistische Bild
des Menschen, der Lebewesen, dass es so etwas wie Lebensenergie gibt. Darum ist der zweite Teil meiner Trilogie eben das Licht des Lebens, die Lebensenergie, weil es eben so spannend ist. Und Meister des Lichts, da geht es dann eben um diese sogenannten übernatürlichen Fähigkeiten, die sie ja bei jedem bis zu einem gewissen Grad finden. Und auch bei der Lichtnahrung geht es ja darum, was ihm auch oft missverstanden worden ist, geht es darum zu verstehen, dass wir alle von Licht leben. Die einen mehr, die anderen weniger. Und das werde ich dann nachher vielleicht auch ein bisschen mehr im Detail erklären, dass diese klassische Kalorientheorie ja eigentlich schon seit Jahrzehnten widerlegt ist. Also auch innerhalb der klassischen Wissenschaft, aber das ist noch nicht wirklich in das kollektive Bewusstsein vorgedrungen. Und mein Anliegen war ihm immer, den Menschen eben auch klar zu machen, ihr seid mehr als diese Fleischmaschinen. Ihr seid nicht diese biologischen Verbrennungsmaschinen, wie wir das im Biologieunterricht gelernt haben, sondern jeder von uns ist ein Wunder. Da geht es nicht nur um ein paar Einzelne, um den Praladiani in Indien und den und dort. Jede einzelne Zelle in uns ist ein Wunder und wir haben Billionen davon. Und dass sich diese Billionen von Zellen dann zu einem Menschen formen, ist ein noch viel größeres Wunder. Und eben diese ganzen Aspekte versuche ich klar zu machen. Und am Anfang war das Licht ist tatsächlich eben nur ein Teaser zu diesen ganzen wundersamen Phänomenen, die unser Leben ausmacht. Und ja, es ist natürlich ein sehr spektakulärer Teaser und drum hat er dann natürlich auch so heftige Reaktionen hervorgerufen. Also er ist extrem positiv angenommen worden und natürlich speziell von den sogenannten Skeptikern eben auch richtig aggressiv abgelehnt worden und ist natürlich auch durchaus verständlich, aber über das kann man dann nachher auch noch reden. Soll jetzt vielleicht ein bisschen was zum Background sagen oder ja, ja. Lieber Klaus, gib ein bisschen vor, weil verhaspel ich mich da in Details. Na, natürlich sind Fragen von meiner Seite aus. Ne? Es heißt ja heute das Geheimnis des Lichts. Das Licht ist ja da. Ne? Ohne Licht wäre alles dunkel. Man sagt zwar, ohne Licht gibt es auch keinen Schatten, davon mal hergesehen. Also das Licht ist ja ein Energieträger, macht ja uns die Materie sichtbar. Ja, und das Licht ist ja auch im Schatten. Also wir haben ja sehr eindimensionale Sichtweise von Licht. Also das versuche ich auch immer klar zu machen. Und ich meine, Licht ist ja ein sehr irreführender Begriff, auch der Begriff Lichtnahrung, weil im Original heißt es ja eben Prana oder Qi. Das hat ja eigentlich der deutsche Verleger erfunden, den Begriff Lichtnahrung. Und für Licht gibt es ja viele Bedeutungen und das reine elektromagnetische Wellenspektrum der Physik für Licht, also das sichtbare Licht, ist natürlich viel zu eng gegriffen und alleine von dem können wir nicht leben. Das ist ganz klar und man kann von Lichtnahrung auch in einer finsteren Höhle leben. Also da gibt es ja auch Beispiele dafür von Qigong-Meistern, die jahrzehntelang in Höhlen gelebt haben, ohne sichtbares Licht. Wieso ist eine sehr interessante Frage, auf das können wir dann auch zurückkommen, wenn es darum geht, welche Erklärungsmodelle gibt es bereits, wie Lichtnahrung funktioniert? Und das ist was relativ Neues, das ist erst 2013 auf mich zugekommen, da der Professor von der University of Washington hat mich angeschrieben und hat gesagt, er hat von meinem Film gehört und ob ich ihm nicht die englische Version schicken kann. Und er hat sich dann angeschaut und war ganz begeistert. Der Professor Gerald Pollack, ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht sogar schon einmal auf Sendung gehabt habt, oder so, ist ein unglaublich interessanter Mann. Kennst du den? Ja, kennt durch ihn, aber er war noch nicht bei uns, aber ist eine Idee, ihn mal einzuladen. Ja, also der ist faszinierend. Also der beackert das Feld des Wassers in einer wunderbaren Art und Weise. Also er hat eben einen vierten Aggregatzustand von Wasser entdeckt und er hat sich eben damals meinen Film angeschaut und hat gesagt, ja, faszinierend und total spannend und er glaubt immer eine Erklärung, wie das funktioniert. Also er hat vielleicht ein Erklärungsmodell, wie Lichtnahrung funktioniert und
Das basiert auf unserem Körperwasser. Also dort an der University of Washington haben sie einen vierten Aggregatzustand von Wasser entdeckt. Also neben fest, flüssig und gasförmig gibt es einen vierten Aggregatzustand, das Gale-Wasser oder auch EC-Water für Exclusion Zone steht es. Und das ist zum Beispiel, wenn man Wasser gefriert, dann sieht man ja, dass das nicht sofort auf einmal von flüssig zu fest wechselt, sondern dann bildet sich so eine Gelhaut oben. Die ist ganz dünn. Und das zum Beispiel ist dieser vierte Aggregatzustand. Also EC Water, das trennt sich eben ganz stark von normalem Wasser. Die waren dort an der University of Washington sogar in der Lage, eine Wasserbatterie zu bauen, also eine Batterie, die ausschließlich aus Wasser besteht, aus diesem vierten Aggregatzustand und aus normalem flüssigem Wasser, weil dieses EC Water hat eben andere chemische und physikalische Eigenschaften als das flüssige Wasser. Es ist nämlich, hat die Formel nicht H2O, sondern H3O2 und ist stark negativ geladen, im Gegensatz zu normalem flüssigem Wasser. Und darum kann man da eben auch Elektrizität sogar ab Zapfen ist übrigens ein interessanter Querverweis zum berühmten österreichischen Wasserforscher Viktor Schauberger. Den hat man ja früher total verlacht, wie er von der Elektrizität im Wasser gesprochen hat. Aber jetzt ist es sozusagen wissenschaftlich bewiesen worden, dass es das tatsächlich gibt, weil eben dieser vierte Aggregatzustand von Wasser an der University von Washington beschrieben worden ist wissenschaftlich. Also das ist eben für wissenschaftliche Verhältnisse extrem neue Forschung. Das ist erst 2013 veröffentlicht worden. Alles in Peer-Reviewed Journals. Also das ist jetzt sozusagen gut abgesichert. Und das Interessante, um jetzt zurückzukommen zum Erklärungsmodell, wie Lichtnahrung funktioniert, dieser vierte Aggregatzustand ist eben auch unser Körperwasser. Also in unseren Körperzellen ist vor allem die bestehen vor allem aus diesem vierten Aggregatzustand. Wir sind quasi wandelnde Blasen von EC Water, von diesem vierten Aggregatzustand. Der Professor Pollack sagt eben, dass die Wassermoleküle extrem klein sind. Man sagt ja normalerweise, 2/3 des Körpers sind Wasser, aber wenn man sich die Menge an Molekülen anschaut, dann hat er gemeint, dass 99% Wassermoleküle sind. Und in jedem Fall ist Wasser der entscheidende Stoff in unserem Körper. Und das Spannende ist eben jetzt, dass dieser vierte Aggregatzustand von Wasser durch Strahlungsenergie von außen stark geladen werden kann. Also er ist in der Lage, eben Lichtenergie aufzunehmen und wird dann geladen und kann das anschließend wieder abgeben. Wie man gesehen hat, sogar in einer Batterie. Und das Spannende ist eben jetzt auch, die Natur ist eben auch stark negativ geladen. Und das war eben auch, weil ich vorher erwähnt habe, die Puzzlesteinchen, die nach und nach auf mich zukommen. In meinem Film, wenn du dich erinnern kannst, oder vielleicht auch manche Zuhörer jetzt, da habe ich ja in China, in Zentralchina, diese Kung-Fu-Meister interviewt, die über Bigu gesprochen haben. Also Bigu, der chinesische Name für Lichtnahrung, ist ohne Brot, also Bigu Fu Chi, ohne Brot, aber im nur durch Qi, nur durch die Lichtnahrung. Und der hat ihm gesagt, Bigu soll man nur dort üben, also nicht in der Stadt zum Beispiel, sondern nur dort, wo die Qi-Felder geordnet sind und wo es viele negativ geladene Ionen gibt. Und okay, die Qi-Felder, das habe ich damals schon verstanden, die Lebensenergie nimmt man direkt auf, geordnete Qi-Felder war für mich logisch. Aber was für mich total strange war, dass der Kung-Fu-Meister in Zentralchina in den Wudang-Bergen mir über negativ geladene Ionen erzählt. Und ich habe das nicht verstanden und damit auch vorerst einmal nichts anfangen können. Und durch den Missing Link von Professor Pollack habe ich dann kapiert, was da abgeht. Also diese negativ geladenen Ionen sind eine ganz, ganz entscheidende Nahrung für den Körper. Und drum ist es eben, wenn wir in der Natur spazieren gehen, wenn wir im Wald spazieren gehen, so nährend für uns. In Japan gibt es ja das Shinrin-Yoku, also das Waldbaden, wo man eine Viertelstunde in den Wald gehen und man wird aufgeladen. Also man kann das schon biochemisch zeigen anhand der ganzen Botenstoffe der Bäume und
offensichtlich werden wir auch tatsächlich genährt in der Natur. Und das ist eben auch ein interessanter Querverweis wieder zu diesen Untersuchungen an den Lichternährten, die in klinischen Studien gemacht werden, wo es ja dann oft so ist, dass die underperformen. Also der Hiraratan Manek zum Beispiel, da war ja die längste Studie, 410 Tage, nur mit Wasser trinken, da hat er 19 Kilo abgenommen, was jetzt nur immer Sensation ist und die meisten Leute nicht tun können, aber er hat abgenommen. Und sozusagen, man weiß, das muss ich jetzt auch einmal ganz klar zu diesem Thema sagen, wie weit und bis zu welchem Extrem Lichtnahrung funktioniert, weiß ich nicht. Das können nur diejenigen selbst wissen, die es betreiben. Also ob Palladiani wirklich seit 70 Jahren nichts gegessen und nichts getrunken hat, weiß natürlich nur er selbst. Aber was klar ist, dass es viel, viel weiter geht, als wir bislang geglaubt haben, als die Wissenschaft bislang geglaubt hat. Und bislang hat man das eben immer in diesen klinischen Studien untersucht, also wo es auch bei Michael Werner, der hat Leichtgewicht verloren. Aber wenn wir uns jetzt vor Augen führen, wie eben das Erklärungsmodell für Lichtnahrung funktioniert, also dass diese Menschen ja nicht von der Umwelt völlig abgeschnitten sind, werden ja durch die Umwelt genährt, aber eben nicht mehr vorwiegend über kalorische Ernährung, das ist über den Umweg, über die physische Nahrung, sondern offensichtlich auf einem direkteren Weg. Und wenn man sich ihm jetzt vor Augen führt, dass die dann immer in einem Raum sind, aus Stahlbeton, mit Luft aus der Klimaanlage, mit positiven Ionen und so weiter, dann ist es ja irgendwie völlig logisch, dass die underperformen im Vergleich zu Umständen, die ideal sind für die sogenannte Lichtnahrung. Und das ist in etwa so, als würde man beweisen wollen, wie Segeln funktioniert in einem Schwimmbad, wo es keinen Wind gibt. Natürlich fährt das Schiff dann nicht besonders weit. In jedem Fall, was ich dazu auch noch sagen möchte, um da jetzt einen kleinen Schlenker zu machen zum Kalorienmythos. Also das Spannende ist ja, dass diese Vorstellung, dass wir ausschließlich durch physische Ernährung leben und ernährt werden, ist ja eigentlich schon, wie ich vorher kurz anklingen habe lassen, schon längst überholt. Also das stammt aus dem 17. Jahrhundert. Da hat der Antoine Lavoisier, der hat 1777, hat da eben diese Vorstellung geprägt oder diese These veröffentlicht, dass die Stoffwechselvorgänge in Lebewesen im Prinzip genau das Gleiche sind wie die Verbrennungsvorgänge in Verbrennungskraftmaschinen. Damals sind ja so die ersten Dampfmaschinen aufgekommen. Und er hat dann eben gesagt, im Prinzip ist es so, wir haben Brennstoff, also das ist halt bei der Dampfmaschine Kohle, beim Menschen ist es Nahrung, man gibt Sauerstoff dazu und es entsteht dann eben Energie und Abfallstoffe. Also eben Energie beim Menschen, Wärme und Leistung und Kot und ja, bei der, und natürlich CO2 und der Rest wird ausgeschieden und dann entsteht die Energie und das kann man dann eben genauso messen und quantifizieren. Und vermeintlich wurde das Ganze im 19. Jahrhundert bewiesen, damals von Atwater und Benedict. Und das ist die Basis der heutigen Kalorientheorie, also wo man ihm sagt, so viel Kalorien verbraucht der Mensch, also der sogenannte Grundumsatz im Ruhezustand, und das kann man eben genau berechnen nach Alter, Größe, Geschlecht, und so viel verbraucht der Mensch. Ist natürlich total unwissenschaftlich und jeder, der sich näher damit beschäftigt, weiß das auch. Also die klassische Kalorientheorie ist in etwa so wie eine Waage, auf die ich mich draufstelle, die sagt, ein Mann mit ihrer Größe und in ihrem Alter wiegt 73 Kilo. Ja, aber ich kann auch 93 Kilo wiegen oder ich kann 53 Kilo wiegen. Also das ist einfach ein statistischer Mittelwert, sonst gar nichts. Und die Kalorientheorie, die klassische, trifft auf die meisten Menschen in etwa zu. Es ist so wie so eine gaussische Verteilung. Also in der Mitte, sie trifft auf niemanden ganz exakt zu oder halt auf nur ganz wenige, aber auf die meisten in etwa. Und je weiter wir auf dieser gaußschen Kurve nach außen gehen, desto mehr weicht es ab. Im Positiven wie im
negativen Sinne. Und wie weit es jetzt abweicht, wissen wir nicht. Also wie weit Lichtnahrung eben tatsächlich möglich ist, kann man aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht sagen. Aber was man eben gesehen hat, es ist dann eben, weil natürlich Stoffwechselexperten das ganz genau mitkriegen, dass das nicht funktioniert. Also wenn die fettleibige Menschen in der Klinik haben, dann sehen die, dass das hinten und vorne nicht zusammenstimmt. Also gemeinhin sagt man ja, die essen heimlich vor dem Kühlschrank. Aber ja, wenn die in der Klinik sind, dann weiß ich, wie viel Kalorien die zu sich nehmen und dass das nicht stimmt. Und drum waren ja auch die Stoffwechselexperten, die ich interviewt habe, für am Anfang war das Licht, waren ja vergleichsweise offen, was Lichtnahrung betrifft. Also die haben natürlich gesagt, na, das spricht nicht unseren Lehrbüchern und wir können uns das nicht erklären, aber vielleicht ist doch was dran. Also das, Peter. Ja? Peter, kann das nicht sein? Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Und wenn wir jetzt fettleibige Menschen haben, ich sag mal Ursache McDonald's, Schokolade, Chips und was auch immer, ja, gewöhnt sich ja der Körper, die Zellen auch an diese Stoffe. Würde ich aber von Anfang an ein ganz anderes Leben führen und würden vielleicht ganz wenig, nur ich sag jetzt mal vegan oder vegetarisch, nur hin und wieder was essen, ist die Möglichkeit ja, dass der Körper sich ja auch auf diese Dinge einspielen könnte. Absolut, genau das ist der Punkt. Das ist total im Wechselspiel erstens einmal der einzelnen Individuen und der jeweiligen Lebensumstände. Und auf das ist man dann eben langsam draufgekommen. Weil man hat eben gesehen, das ist Ende des 19. Jahrhunderts, hat man das eben vermeintlich bewiesen, diese mechanistische Sichtweise des Menschen. Die stammt ja ursprünglich und alles, was ich dazu sage, sage ich in tiefstem Respekt vor der Aufklärung und vor den Vätern der Aufklärung, weil die ja wirklich wichtige Dinge gehabt haben. Aber es hat sich eben abgespalten und ist zu einer Ideologie geworden. Also René Descartes hat ja diese großartige Vision gehabt, dass die natürliche Schöpfung, also die Natur, rein mechanistisch funktioniert. Dadurch, der Descartes war ja noch Dualist, geprägt natürlich auch bis zu einem gewissen Grad von der katholischen Kirche und hat ihm gesagt, es gibt eine geistige Welt und eine materielle Welt. Die materielle Welt ist total getrennt von der geistigen Welt und die ganze materielle Schöpfung ist eben sozusagen ein Ding. Nur der Mensch, interessanterweise, nur der Mensch ist über die Zirbeldrüse mit der geistigen, göttlichen Welt verbunden. Aber sozusagen die materielle Schöpfung ist rein mechanistisch. Gibt es ja dann eben auch noch diese Bilder aus den Büchern von damals, da gibt es das in meinen Vorträgen, die Digesting Duck, also wo man Ente sieht, die eben aufgebaut ist wie eine Maschine, wie eine Dampfmaschine im Prinzip, wo man sich vorgestellt hat, tut man dann vorne das Essen rein, dann kommt hinten sozusagen die Asche raus und drinnen sind halt irgendwie komplexe Verbrennungsvorgänge. Und so hat man sich eben vorgestellt, dass Leben funktioniert und dass man das dann auch irgendwann machen kann. Man muss natürlich jetzt sagen, dass das ein völliges Trugbild war. Also die Wissenschaft kann keine einzige Zelle aus toter Materie zum Leben erwecken. Also weiter entfernt von der Wahrheit könnte man nicht sein. Aber diese Leistung von René Descartes, sozusagen, der Professor Pitschmann sagt ja auch so schön, die große Leistung der Naturwissenschaft war, die Welt so weit zu vereinfachen, dass wir sie verstehen können. Und durch diese enorme Vereinfachung hat dann eben den Siegeszug der Technik ermöglicht, dass wir da jetzt über Internet miteinander reden und dass wir zum Mond fliegen und so weiter. Das haben wir dieser Vereinfachung, Quantifizierung zu verdanken. Weil diese ganzen sogenannten Naturgesetze, die damals entwickelt wurden, sind, stimmen ja alle nicht. Also die Schwerkraft, wie sie der Newton erfunden hat, gibt so nicht. Heute weiß man seit Einstein, das ist die Raumzeitkrümmung und man wird noch auf andere Dinge draufkommen. Aber wenn man zum Mond fliegt, dann arbeitet man halt mit der Schwerkraft und so weiter. Worauf ich hinaus will. Darf ich kurz? Ja. Weil du sagtest, zum Mond fliegen. Ich möchte noch eine Theorie reinbringen. Ich meine, ich bin da ganz neutral. Es ist für mich auch nicht wichtig. Aber es gibt Menschen, die sagen, flache Erde, runde Erde. Ja. Und keiner kann beweisen, ob sie flach oder rund ist. Selbst die Bilder von der NASA sind alles für Photoshop gemacht worden. Und es gibt auch Filme wie Robert Stein, der auch die Mondlandung analysiert hat. Ja, da kommen wir eben zum Wissensbegriff. Und
Der Professor Hörmann hat das auch einmal an seinem eigenen Beispiel so schön gezeigt. Wenn wir sagen, wir wissen etwas, dann meinen wir meistens, das hat einen Konsens über irgendetwas. Aber wirklich wissen tue ich nur dann was, wenn ich selbst erfahre, wenn es sozusagen tatsächlich in Fleisch und Blut in mir übergegangen ist, wenn ich das erfahre. Aber du hast natürlich völlig recht. Ich weiß natürlich auch nicht, ob der Mensch am Mond war. Mir erscheint es jetzt glaubhaft. Ich habe den Edgar Mitchell einmal getroffen, der eben selbst Astronaut war, und mir erscheint es glaubhaft. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Und ob die Erde, ich glaube jetzt auch, und ich meine, zur flachen Erde-Theorie gibt es ja auch ein paar schöne Gegenargumentationen. Ich glaube schon, dass die Erde rund ist, aber ja, wirklich wissen tue ich es auch nur, wenn ich selbst drauf fliege und das dann vielleicht mit eigenen Augen sehe. Also das ist ein großer Unterschied, und in Wirklichkeit ist natürlich jetzt auch nur bedingt relevant für mich. Und wenn wir jetzt in den Bereich der ganzen Verschwörungstheorien reinkommen, dann ist es halt zum größten Teil einfach Unterhaltung und nicht wirklich relevant für mein Leben. Und ich versuche halt vor allem die Dinge so runterzubrechen, dass sie für mich relevant sind. Und ja, das jetzt dazu, aber völlig richtig, ja, wissen das tun passt wir schon. Das nicht. Ja, es ist eine gute Begründung und auch, und es ist auch nicht wichtig, ob sie rund oder flach ist, ganz klar. Ganz genau. Und alles, was ich jetzt sage, sozusagen, das sind meine Erklärungsmodelle. Und das, die ich mir heute halt sozusagen auf Basis meiner Erfahrung, meiner bisherigen Erfahrungen und meiner ganzen Recherchen zurechtgelegt habe. Das Tolle an meiner Entwicklung für mich ist ja, dass ich diesen enormen Wechsel in meinen eigenen Überzeugungssystemen schon miterlebt habe. Drum kann ich hier diese ganzen sogenannten Skeptiker, die ja eigentlich Negativgläubige für mich sind, oder de facto sind sie Positivisten, also die Science Busters und die GWUP und wie sie alle heißen, also diese sogenannte Skeptiker-Community, sind Positivisten. Das ist eben, um da jetzt anzuschließen an das, was ich vorher gesagt habe, also die Väter der Aufklärung, die waren ja noch nicht Materialisten, sondern die Väter der Aufklärung, Francis Bacon und René Descartes, wie gesagt, die haben ja alle noch an eine geistige Welt geglaubt. Das ist ja dann erst im 19. Jahrhundert durch diesen enormen Erfolg der Technik gekommen. Und ich habe das verstanden, vor 2 Jahren haben sie meinen Film wieder mal in Paris gespielt, und da bin ich wieder mal zum Eiffelturm gegangen seit langem. Und dann bin ich unterm Eiffelturm gestanden, und dann ist mir das erste Mal aufgefallen, dass bei der ersten Plattform sind so die ganzen Säulenheiligen der Wissenschaft stehen dort. Also es ist wie so in einer Kirche, der Lavoisier und so weiter. Und die sind alle dort, und ich stehe so drunter, und ich habe mir dann gedacht, so ein Mensch aus dem 19. Jahrhundert, der da aus dem Land nach Paris reinkommt, der noch nie ein Auto, noch nichts gesehen, der da drunter steht, der muss sich denken, ja, das sind die Götter. Die so etwas bauen können. Und so war es dann eben auch tatsächlich. Also der Positivismus, der hat er dann eben gesagt, also diese ganze Gott ist, der Nietzsche und so weiter mit Gott ist tot, und sozusagen der Mensch ist das Superwesen, und sozusagen wir haben das jetzt alles gelöst, wir brauchen die geistige Welt überhaupt nicht mehr. Da gibt es ja den berühmten Laplacian Dämon, also wo der Napoleon, gibt es diese Geschichte, wo der Napoleon Laplace gefragt hat, also der Laplacian Dämon ist eben besagt eben, dass wenn wir alle Naturgesetzmäßigkeiten kennen, dann können wir jeden Zustand der Zukunft und der Vergangenheit berechnen. Also das Perfekte, also die Welt funktioniert wie ein Uhrwerk, und du kannst jeden Zustand in der Zukunft und in der Vergangenheit berechnen. Hat man eben damals im 19. Jahrhundert geglaubt. Ist dann durch die Quantenphysik völlig ad absurdum geführt worden. Aber unser Wissenschaftsbegriff im Mainstream, im kollektiven Bewusstsein, beruht noch immer auf dieser alten Sichtweise. Und
Der Laplace hat ihm dann damals angeblich zum Napoleon gesagt, wie Napoleon gefragt hat, und wo ist Gott in eurer Hypothese? Und der Laplace hat dann ihm gesagt, Sire, diese Hypothese benötige ich nicht mehr. Und im 19. Jahrhundert hat die Wissenschaft dann eben die geistige Welt abgeschafft. Und da ist dann eben der Positivismus gekommen. Der Positivismus hat dann eben gesagt, nur noch das, was ich messen kann, wofür ich einen positiven Befund habe, das existiert. Und alles andere, wofür ich keinen positiven Befund habe, existiert nicht. Und das ist Blödsinn und das ist Scharlatanerie. Und genau das haben wir eben heute in diesen sogenannten Skeptikerbewegungen, die dann eben sagen, wir haben keinen positiven Befund und kein Erklärungsmodell, dass Homöopathie funktioniert, drum gibt es das nicht aus. Und jeder, der behauptet, dass das funktioniert, ist ein Scharlatan, der bloß Geld machen will mit dem Zeug. Und Lichtnahrung, na, der größte Blödsinn überhaupt. Wir haben keinen Beweis für Lichtnahrung, kein Erklärungsmodell. Das kann nicht funktionieren. Und wenn zu mir jemand sowas sagt, dann sage ich immer, ich meine, hallo, Moment. Wir wissen jetzt seit Ende der 90er Jahre, dass sich die Wissenschaft in den letzten 300 Jahren mit lediglich 4% der Energie und Materie im Universum beschäftigt hat. Der Rest, 96%, sind dunkle Energie und dunkle Materie, über die wir nichts wissen. Und ich meine, diese dunkle Energie und dunkle Materie, das hat ja nichts mit schwarzen Löchern oder so zu tun, sondern diese auch in uns, die ist um uns herum. Wir wissen schlichtweg über 96% praktisch gar nichts. Es gibt ja in Physikerkreisen den Ausspruch, about dark matter we know nothing and about dark energy we know less than nothing. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, über diese 4%, die wir sehen können, oder mit denen sich die Wissenschaft in den letzten paar hundert Jahren beschäftigt hat, gibt es wieder zwei Theorien, die sich völlig widersprechen, die Relativitätstheorie und die Quantentheorie, die noch immer nicht vereinigt sind. Und die größte Frage, was ist Leben, ist völlig ungeklärt. Die Wissenschaft kann keine einzige Zelle zum Leben erwecken. Das alles wissend, da frage ich mich dann, okay, es gibt keine Erklärung für Lichtnahrung und ihr sagt, Lichtnahrung kann es nicht geben, weil es unseren Theorien widerspricht, dann sage ich, das heißt gar nichts. Das heißt genau nichts. Und um jetzt zurückzukommen eben zur Kalorientheorie, bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Im 19. Jahrhundert, wo eben der Positivismus so stark geworden ist, hat man dann eben gesagt, na okay, wir brauchen jetzt die geistige Welt überhaupt nimmer, es hat ja auch die Vitalisten gegeben, also die einen Lebensenergiebegriff noch gehabt haben. Das hat man alles abgeschafft, weil dann eben durch Benedict Atwater, die haben dann eben die ersten Respirokalorimeter entwickelt, wo man eben geschaut hat, wie viel Sauerstoff geht rein, wie viel Kohlendioxid geht raus, macht einen Vergleich mit der Energieproduktion und da sind sie eben auf eine Übereinstimmung von 99,4% gekommen, haben es gesagt, 0,6% sind Messfehler. Juhu, wir haben erklärt, der Mensch ist eine Dampfmaschine im Prinzip, ist eine komplexe Verbrennungskraftmaschine und den ganzen Rest brauchen wir nicht mehr. Seele, Geist, brauchen wir nicht. Gott sowieso nicht, das ist gefährlicher Schwachsinn. Und das hat eben so wunderbar und ich meine, zu dieser ganzen Gottes- und Geistessache möchte ich auch eines klar sagen, das sind eben Bereiche, über die wir nichts wissen. Und wie Wittgenstein sagt, darüber können wir auch keine Aussage treffen. Wozu ich ja immer aufrufe, ist einfach dieses religiöse Bild, das uns der Positivismus vermittelt, zu hinterfragen. Weil der Positivismus hat ja die wissenschaftliche Methode in Geiselhaft genommen. Die wissenschaftliche Methode ist fantastisch. Ich liebe die wissenschaftliche Methode, weil sie hat uns genau das ermöglicht, was wir hier machen. Sie hat die Welt gesegnet mit wunderbaren Erfindungen. Die Schwierigkeit war eben dann, dass der Positivismus und auch ein paar andere philosophische Richtungen die Wissenschaft und die ganzen Segnungen der Wissenschaft für sich reklamiert haben und dann sozusagen ein Welterklärungsmodell auf Basis ihrer eigenen Metaphysik entwickelt haben. Und darum geht's. Das muss man hinterfragen, weil das richtet irrsinnig viel Schaden an in unserer Welt. Also dieses materialistische Bild, das ihm sagt, es gibt keinen Geist, es gibt keine Seele, der Mensch ist ihm ausschließlich sein Körper und
Der Geist ist bloß ein Epiphänomen der biologischen Gehirnaktivität und ich bin völlig abgeschlossen von der Umwelt und ich muss jetzt schauen, dass ich möglichst viel für mich raushole und dann ist immer auch okay, wenn ich meine Umwelt ausbeute, solange es halt die Spieletheorie sagt, dann halt den anderen muss es auch ein bisschen gut gehen. Aber schlussendlich geht es nur darum, dass ich mich gut erhalte. Und das Egal. richtet natürlich extrem viel Schaden an in unserer Welt, weil da werden wir ja vielleicht nachher dann auch noch drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja sehr gute Evidenz, dass wir alle verbunden sind und dass wir mit der Natur verbunden sind und dass wir alle verbunden sind. Und dann ist es natürlich völliger Blödsinn, wenn ich meine Umwelt ausbeute, weil ich dann auch mich selbst schlussendlich ausbeute und mir schade. Peter, Und ja. ich denke mir, das ist auch der, wie sagt man, der Erwachungsprozess, das Erwachen, dass Ganz wir genau. Menschen uns erkennen, was wir tun und Ja, nicht das tun. ist es. Und darum finde ich eben die sogenannten Skeptiker so wichtige Antagonisten in diesem Spiel. Drum, sie haben mir ja den Preis für den größten Schwachsinn des Jahres 2011 gegeben. Für am Anfang war das Licht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf YouTube, ist eben meine Dankesrede und den haben sie extra erfunden für mich, den Preis. Und da bin ich dann hingegangen und habe mich bedankt und habe ihnen dann eben auch gesagt, in der Diskussion ist es so wichtig, dass es einen Gegenspieler gibt, der mit einem diskutiert, der das Ganze klarer macht. Und jetzt in menschheitsgeschichtlichen Episoden ist es ja eh eine extrem kurze Zeit und meiner Ansicht nach lässt sich diese Entwicklung ja eh nicht aufhalten. Sie ist so offensichtlich. Also das mechanistisch-materialistische Weltbild ist derartig absurd, überholt und falsch. Das kann sie ohnehin nicht aufrechterhalten. Das Peter, sind die, ja. ja, ich möchte dich gleich mal unterbrechen, weil wir eine Musikpause machen wollen, dass wir da so abrunden. Und wenn ich jetzt so höre, die Skeptiker, ne, die, was haben die denn für Argumente? Entweder solche Argumente, die einfach nur eine Verurteilung, Beurteilung machen und zumachen, statt in der Philosophie und mal reinzugehen, weil der Mensch wird niemals alles beweisen können. Und ohne Ganz genau, Philosophie wären wir der nicht da. Positivismus sagt eben genau das. Es gibt nur das, was ich mit unseren Methoden beweisen kann. Und die Skeptiker sagen eben, es gibt keine Beweise, drum ist es Schwachsinn. Und das ist natürlich ein sehr schlechtes Argument, weil im Englischen gibt es ja diesen Ausspruch wie Absence of evidence is not the evidence for absence. Und es ist eine total engstirnige Sichtweise und in diesem Sinne die Schattenseite der Skepsis in Wirklichkeit, weil Skepsis ist in der Wissenschaft natürlich total wichtig, aber genauso wie die Offenheit eben auch eine Schattenseite hat, nämlich die Naivität, die man halt viel so in den esoterischen Kreisen findet, wo halt einfach alles geglaubt wird, was irgendjemand erzählt, gibt es halt auf der anderen Seite für die Skepsis genauso eine Schattenseite und das ist die Engstirnigkeit. Wenn ich sozusagen einfach sage, ja, das entspricht nicht meinem Glauben, drum kann es das nicht geben. Ich habe das noch nicht gesehen, drum kann es das nicht geben. Ich habe das noch nicht erlebt, drum kann es das nicht geben und meine Wissenschaftskollegen haben das auch noch nicht gesehen, na dann ist es ja sowieso ein völliger Blödsinn. Und der Brian Josephson, Physiknobelpreisträger seines Zeichens, sagt ja, die Wissenschaft landet in einer Sackgasse, wenn sie sich nicht endlich den geistigen Aspekten öffnet und wird dafür massiv angegriffen und der sagt ja, die Mainstream Wissenschaft ist ein bisschen so wie die katholische Kirche halt noch vor ein paar hundert Jahren. Da hat man halt eine geistliche Elite sozusagen, die ganzen Top-Wissenschaftler, die beschließen, was die Wahrheit ist. Das wird dann in den Heiligen Schriften veröffentlicht, also die sogenannten Peer-Review-Journals. Und wenn etwas in den Peer-Review-Journals nicht drinnen steht oder wer es wagt, etwas anderes zu sagen oder das auch nur in Frage zu stellen, wird exkommuniziert aus der Kirche der Wissenschaft. Und das ist wirklich ganz extrem und war mir nicht bewusst, bevor ich diesen Film gemacht habe. Also zwei Wissenschaftler, die ich damals interviewt habe, den
der Professor Hacker und der Professor Wallnach. Also Professor Hacker, der hat das Institut für medizinische Grenzphänomene an der MedUni in Salzburg geleitet und der Professor Wallach, ist eh bekannt, der die generalisierte Quantentheorie geschrieben hat und zuletzt hat er eben sehr viel zu ganzheitlicher Heilung und so geforscht. Beide haben ihre Lehrstühle verloren, weil sie einfach weggemobbt worden sind. Weil sie in Bereichen geforscht haben, über die man nicht forschen darf. Und der Dean Radin, Bewusstseinsforscher vom Institute of Noetic Sciences, der sagte, es ist ein Tabu in der Wissenschaft, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Also, aber wir dürfen Embryozellen und Gen machen und klonen, das dürfen wir? Alles, also das ist immer eine ideologische Sache. Alles, was der Ideologie der eigenen Metaphysik entspricht, das ist okay. Aber das Interessante ist eben, und das die Metaphysik ist eben den meisten... Doch, bitte nicht die Metaphysik, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Die Metaphysik wird ja durch dieses, was da passiert, ja immer mit beeinflusst, in ganz egal in welchen Dingen man forscht und tut. Das heißt, aus physikalischen Gesetzen, ja, aufgrund der Tatsachen... Der Materialismus funktioniert ja auch nur mit Metaphysik. Also sozusagen, ja. Ich muss einmal was annehmen und dann kann man es erklären. Und der Terence McKenna hat ja mal so schön gesagt, das finde ich total lustig, wo er gesagt hat, so die klassische Wissenschaft funktioniert so nach dem Motto, gebt uns ein Wunder für frei und ab dann können wir alles erklären, nämlich den Urknall. Also sozusagen ein Wunder ist jetzt sozusagen okay, ein Freispiel und dann können wir alles erklären, was eh trotzdem nicht funktioniert. Aber das muss man sich eben klar machen, natürlich funktioniert der Materialismus auch nur mit Metaphysik. Und das versuche ich eben immer und immer wieder klar zu machen, dass das ein Glaubenssystem ist. Auch die Wissenschaft, die immer noch Gewissheit strebt, ist ein Glaubenssystem. Und die wissenschaftliche Methode, um damit jetzt abzuschließen, ist was ganz was Tolles und ist super, wenn wir sie als Methode sehen, die begrenzten Erkenntnisgewinn ermöglicht. Und ja, dann passt es. Und die Schwierigkeit, die halt im 19. und 20. Jahrhundert passiert ist, wie der Professor Pitschmann gesagt hat, eben, dass diese Vereinfachung der Wirklichkeit mit der Wirklichkeit selbst verwechselt worden ist. Und man geht da so nach dem Motto vor, der Berg ist nicht auf unserer Karte eingezeichnet, also gibt es den Berg nicht, selbst wenn ihr draufsteht. Und? Ich sage immer, die Wissenschaft, er sagt ja schon das deutsche Wort aus, ist eine Gruppierung, eine Schaft, die geschlossen ist. Und wir haben viele Professoren, die sich nicht nach den Wissenschaften unbedingt halten, sondern auch parallel ihre Forschung, ihre Arbeiten präsentieren und auch Bemerkenswertes ans Tageslicht bringen. Daran ganz genau. Ich, das geht's. Sind ja die wirklichen Helden, diese Wissenschaftler, die wirklich in den Grenzbereichen forschen, die nicht in dort arbeiten, wo eh schon alles erforscht ist, wo man halt noch ein Detail macht, sondern die sich eben wirklich vorwagen in Neubereiche, die auch wagen, Fehler zu machen, weil dort, die werden ja derartig angeschossen und da geht es ja um existenzielle Sachen. Als Journalist wie ich hat man es ja noch vergleichsweise leicht, da wird halt vielleicht dein Ruf im Internet zerstört und hat aller möglicher Blödsinn geschrieben. Aber bei Wissenschaftlern ist es so, dass die verlieren ihren Lehrstuhl, die dürfen nirgends mehr veröffentlichen, die Forschungsgelder sind weg, da geht es wirklich ans Eingemachte. Und die Leute, die dann trotzdem da weiterforschen, die sind wirklich, wirkliche Helden, weil das ist extrem. Also heute werden die Leute halt nicht mehr am Scheiterhaufen verbrannt, sondern halt im Internet geflamed. Und der Ruf wird halt so weit zerstört, dass dann diese ganzen akademischen Beiräte sagen dann, das ist ein Pseudowissenschaftler und zack. Schon ist er weg. Ja, das ist der Lobbyismus des Kapitalismus und das wissen wir. Und jetzt machen wir eine Musikpause, sonst kommen wir mit der Musik nicht durch. Du hast die Songs ja heute rausgesucht. Ja, was spielen wir denn als erstes? Den ersten Song, Moment, ich schau mal eben, das ist, wie heißt das? Evening Song, der Evening Song. Ah, der Evening Song, ja, der ist wunderschön. Das ist von Philipp Glass. Ist eine dreiteilige Oper gewesen über Menschen oder über Männer, die die Welt verändert haben und
Dieser Evening Song jetzt, der ist eben aus dem Stück, wo es um Gandhi geht und wo es eben um seine Haltung den Feinden gegenüber geht. Also der Gandhi hat ja diese Geisteshaltung geprägt. Ich habe jetzt das Sanskrit-Wort vergessen. Dass du eben die Vernunft und das Mitgefühl in deinem Feind zum Klingen bringst und er sozusagen dann von sich aus dich unterstützt. Was ihm was total was Schönes ist, wo er ihm sagt, das ist eben nicht die Haltung des Schwächeren, sondern die Haltung des geistig Stärkeren. Und das ist total schön. Und ich meine, der Gandhi hat ja auch gezeigt, was man damit erreichen kann. Und ich finde auch die Musik sehr schön. Also ich bin großer Philipp Glass-Fan. Und zurück sind wir in der Sendung hier heute am 4. Mai 2018 mit dem Peter Arthur Straubinger. Das Geheimnis des Lichts. Ich möchte noch kurz bekannt geben. Telefon ist freigeschalten. 0043 für Österreich, 720-518-19 und die 7 auch auf der OKTalk-Seite zu sehen. Ja, und heute, wir machen das, ich habe gerade schon Absprache gemacht mit Susan May. Wir werden heute die Sendung ganz gemütlich so um die 22 Uhr ausklingen lassen, eine Viertelstunde Nachttalk anbieten und anschließend gehen wir in der Friedens- und Herzmeditation heute auf Englisch von der Susan May nach circa 22:15 Uhr, 22:20 Uhr circa werden wir dann da die Friedens- und Herzmeditation heute noch hier anbieten. Ja, lieber Peter, es ist total spannend, was du da sagst. Die Zuhörer im Übrigen, ihr könnt einfach in den Warteraum reinkommen, beziehungsweise spätestens ab 9:30 Uhr, sage ich mal, werden wir euch mal alle raufholen. Oder wenn ihr jetzt schon Fragen habt, Anregungen, bitte teilt euch mit, kommt einfach in den Warteraum rein oder steigt ein in den Chat. Und jetzt sehe ich auch schon, dass KryptoTV da ist. Einen wunderschönen guten Abend, Roman. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, schönen guten Abend, Klaus und Herr Straubinger. Schön, dass ihr diese wunderbare Sendung heute macht. Darf ich schon eine Frage stellen? Aber sicher, wir sind schon ganz auf Ohr und jetzt werde ich mal Peter mal kurz freischalten, denn da war noch auf Stumm gestellt von mir aus. So, Peter, du bist wieder auch zu hören. Hallo. Ja, willkommen zurück. Ich wollte nur schnell sagen, wem die Musik gefallen hat. Die Oper heißt Satyagraha. Das ist eben ein Sanskrit-Wort und ist eben eine der drei Opern von Philipp Glass. Satyagraha, das ist eben diese Geisteshaltung, die Mahatma Gandhi begründet hat. Das ist eben eine Mischung aus Wahrheit und Beharrlichkeit, wo du eben das Mitgefühl und die Vernunft im Gegner anregst, hat dann eben den Luther King beeinflusst und die ganze Bürgerrechtsbewegung. Und der Philipp Glass hat ihm eine Oper drüber gemacht. Die anderen zwei sind Einstein on the Beach über den Einstein und Akhnaten über einen Pharao, über einen Ägyptischen. Nur dazu, wem das gefallen hat. Satyagraha heißt die Oper. Ja, danke schön für die gute Erklärung. Und jetzt würde ich sagen, Roman, guten Abend. Lieber Peter, jetzt wäre schön, wenn du dein Mikrofon da oben stumm stellst. Das wäre super. Und ich freue mich auf den Roman. Guten Abend, KryptoTV. Ja, hallo nochmal alle zusammen. Als erstes möchte ich mich bei Herrn Straubinger für den wunderbaren Film am Anfang war das Licht bedanken. Der hat mir schon wieder mal gezeigt, wie Synergie funktioniert. Weil ein halbes Jahr, bevor ich ihn im Kino gesehen habe, habe ich mal das Buch von der Jasmuin besorgt und mal so interessiert durchgelesen und zack, ein halbes Jahr später kommt dann auf einmal ihr Film ins Kino. Und das zeigt wieder mal, wie die Resonanz funktioniert. Und ja, also wenn man vielleicht mal sagt, ich selbst, seitdem ich denken kann, also von klein auf, bin selbst überflutet von ja, paranormalen Erlebnissen und habe dann als Kind aber oft lernen müssen, nicht alles preiszugeben, was ich selbst an mir und so erlebt habe oder gesehen habe. Und weil ich einfach erkannt habe, dass, wie ihr es heute schon angesprochen habt, das Wissen aus Erfahrung resultiert und man dann schon auch verstehen muss, wenn ein anderer Mensch dies für totalen Humbug erachtet, weil er einfach nie irgendwelche Erlebnisse darin hat, ja. Doch,
dazu sind ja dann viele Indizien so wertvoll, damit auch andersdenkende Menschen auch mal auf so einen Pfad kommen können. Weil ansonsten, wenn er nicht auf Indizien stößt, wie zum Beispiel so wie bei Videos von Mirjam Daschow, weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat sich ja mit Degen durchstechen lassen vor laufender Kamera und ist da komplett unverwundet davongekommen. Und da von solchen Videos gibt es einfach viel zu wenig. Wir werden einfach nur mit diesen Fakes überflutet, die dann diese ganze Sache total unlauter macht. Wie gesagt, ich selbst habe schon selbst Erfahrungen mit Telekinese gemacht, mit Hellsichtigkeit, mit von wo man sieht, was passiert in der Zukunft, und auch mit Hellsichtigkeit, wenn man Aura sieht. Und ich würde mich einfach viel mehr freuen, wenn einmal mehr Videos im Internet erscheinen würden, die was auf Fakten beruhen. Ja. Und Sie haben ja gesagt, bei Ihrem Film, am Anfang war das Licht, das hätte eigentlich viel, viel länger dauern sollen, weil da noch viele andere paranormale Fähigkeiten, also Sie viel mehr Videomaterial haben. Und vor kurzem waren sie auch bei Grob FM eingeladen, das habe ich mir auch interessiert angehört, und haben sie gesagt, dass sie diese Videos aber nicht nachträglich veröffentlichen werden, weil die Resonanz der Leugner einfach zu groß ist. Aber diese Einstellung finde ich total schade, eben aus dem Grund, weil diese Videos, die auf Fakten beruhen, viel mehr Raum bedürfen, dass man ihnen eine Chance gibt. Gibt es denn nicht irgendwo doch nur eine Möglichkeit, dass sie vielleicht eine zweite Dokumentation machen oder doch irgendwo einen YouTube-Kanal wenigstens eröffnen und dann dort diese Videos anbieten könnten? Ja, zuerst einmal danke für die Infos. Also das waren jetzt viele, viele Punkte drinnen, die ich sehr spannend finde und die absolut unterscheiden kann. Also Raimit Goswami sagte, übernatürliche Fähigkeiten erfüllen alle Kriterien der Wissenschaftlichkeit bis auf die der strikten Wiederholbarkeit. Und das war ihm im Zuge meiner Recherchen total interessant, wie viele wissenschaftliche Belege oder Indizien, sagen wir so, wie viele wissenschaftliche Indizien es für praktisch alle Klassen von diesen sogenannten übernatürlichen Fähigkeiten gibt. Also egal, ob das jetzt Telekinese, Telepathie, Geistheilung und so weiter, gibt es überall verblüffende wissenschaftliche Indizien und wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Und das ist aber auch im kollektiven Bewusstsein nicht vorhanden. Da ist halt so, wenn man sagt, also auch im Alltag, so wenn ich sage, du, ich habe jetzt gewusst, dass du anrufst, habe ich gespürt irgendwie, dann ist halt die klassische Erklärung, ne, das denkst du 100 Mal am Tag und jetzt, wo es halt gerade passiert, jetzt fällt es dir ein. Aber man kann natürlich in einem wissenschaftlichen Setting, kann man genau diese Dinge testen, also egal, ob das jetzt Telepathie ist oder dieses Phänomen von being stared off, also wo da wer hinten am Hinterkopf schaut, dass manche Leute das wissen, oder Precognition, also Vorahnung, Intuition, kann man ja alles abtesten mit verblüffenden Effekten, also wo man einfach sieht, da gibt es klare statistische Signifikant, wenn man diese Versuche unter doppelt verblindet, unter wissenschaftlichen Bedingungen tausende Male wiederholt, dass man dann Effekt hat. Also die Peer-Experimente sind ja in meinem Film zum Beispiel drinnen. Es war dann eben auch so, dass ich auf viele Sachen gekommen bin, die ja, wie du, wir können übrigens ruhig per Du sein, die wir dann eben in den Screenings gezeigt haben, die den Leuten dann zu heftig waren. Zum Beispiel eben diese Sachen, die ich in China gefilmt habe. Also das chinesische Militär, das hat ja in den 80er und 90er Jahren begonnen, beginnend mit Ende der 70er Jahre, übernatürliche Fähigkeiten bei Qigong-Meistern und hochbegabten Kindern zu erforschen. Und ich habe eben in Berlin, wo ich die Qigong-Meisterin Tianjin gefilmt habe, also die diese Energieübertragungen, diese Bigu-Übertragungen macht, die hat mir eben erzählt davon, dass das gemacht worden ist. Und eben doch, das klingt wie X-Men, also wo man da diese hochtalentierten Kinder alle zusammenfängt und untersucht. Und das war eine riesige Untersuchungsreihen, die da gemacht worden sind in China, die man dachte, das will ich sehen. Und die hat man dann eben Kontakt zu zwei dieser Forscher hergestellt. Und eigentlich waren es
drei Professoren. Und die haben mir dann eben ihr Archivmaterial zur Verfügung gestellt, weil es war ja so Ende der 90er Jahre, ist diese Falun Gong Sektengeschichte gewesen. Also das war so eine Qigong-Vereinigung, die hat dann auch politische Ambitionen gehabt hat und wo dann eben die chinesische Regierung die ganze Qigong-Forschung und die ganze Qigong-Bewegung radikal eingestellt hat. Also seit der Kulturrevolution ist ja das alles verboten worden im Kommunismus und das war dann eben der Vater der Rakete, wie man ihn nennt, also der Wissenschaftler, der eben im Zuge eines Gefangenenaustausches von Amerika eingetauscht worden ist. Also es war ein Chinese, der auch beim Atomwaffenprogramm der Amerikaner mitgearbeitet hat. Der ist dann eingetauscht worden, hat den Chinesen die Atombombe gebracht und ihm auch die Weltraumfahrt. Und der hat dann eben alles machen dürfen. Und der hat ihm gesagt, die nächste große wissenschaftliche Revolution ist eine Revolution des Geistes und hat dann dieses Forschungsprogramm angestoßen. Und damit ist es dann alles groß geworden. Und Ende der 90er Jahre ist es radikal eingestellt worden. Und diese Wissenschaftler waren dann total unglücklich, weil das alles in den Kellern in Peking verschwunden worden ist. Aber sie haben noch Kopien gehabt auf ihren Computern und ich habe das abfilmen dürfen. Und das ist eben wirklich, wenn du das anschaust, das ist einfach unfassbar. Und es war dann eben so in den Test-Screenings, dass das ist wie Perlen vor die Säue werfen, weil die Leute haben dann gesagt, als haben wir schon fast geglaubt, dass es Lichtnahrung gibt und jetzt kommst du uns mit Telekinese und so weiter. Und ein Grund ist eben, weil man das alles auf YouTube sieht. Du siehst eben diese ganzen Sachen auf YouTube und ja, kann die Prozentzahlen nicht sagen, aber wahrscheinlich 90-95% ist fake. Und wenn du dann sowas ergibt sich eben nur im Zusammenhang, dass man da, und auch ich selbst muss jetzt natürlich sagen, diese ganzen extremen Effekte, die ich da gesehen habe, natürlich, das kann man alles mit Videotrick faken. Das ergibt eben nur Sinn, wenn man das im Kontext sieht. Wenn man eben weiß, dass da hunderte Wissenschaftler oder tausende sogar geforscht haben und die eben dann eben auch sagen, in diesem Tabu des Übernatürlichen heißt dieses Kapitel, das wir da rausgeschnitten haben, die dann eben auch sagen, wenn man genug Geduld aufbringt, dann kann man wirklich jedes dieser Phänomene klar belegen und zeigen. Und jetzt, um zurückzukommen zu deiner Frage, wo kann man das sehen? Das ist ja genau der Grund, warum ich meine Vorträge mache, wo ich diese ganzen Filme zeige und die auf YouTube zu stellen, macht für mich da überhaupt keinen Sinn. Also das wird dann eben nur spannend im Kontext. Es kommt dann auch noch dazu, dass ich die Rechte nicht habe dran. Also diese Filme gehören dem chinesischen Militär in Wirklichkeit. Und ich habe da auch keine Freigaben bekommen. Also das war jetzt im Fall dieser chinesischen Filme ein weiterer Punkt, warum wir sie dann gar nicht veröffentlichen durften, legal, weil du brauchst ja für alles Freigaben und Rechte, die wir in dem Fall nicht gehabt haben. Aber eben bei anderen Sachen war es immer wirklich so, dass diese Filme nur im Kontext Sinn ergeben. Und ja, drum mache ich ja meine Vortragsreihen, da kann man das alles sehen, die chinesischen Sachen, dann eben auch sehr spannend, die Forschungen der Amerikaner, die ja noch viel transparenter sind, also das Stargate Project und so weiter, wo die Remote Viewer ausgebildet worden sind, da kann man ja vielleicht auch noch drüber reden. Aber ja, hast noch eine Frage? Ja, wir haben noch eine zweite Fragestellerin, gleich noch da, kurz das zur Info, aber Roman, bitte. Ja, Frage in dem Sinn noch und eh nicht mehr. Ich finde es halt nur schade, dass so ein Paradigmenwechsel so schwer vonstatten gehen kann, wegen diesen Skeptikern, ja. Man muss ja auch sagen, die Geheimregierungen wissen ja ganz genau Bescheid, dass es das gibt und machen ja dann auch selbstbewusst solche Fake-Videos, um das alles zu diskreditieren. Ich musste ja selbst als Erwachsener dann wieder neu lernen, zu meinen Erfahrungen zu stehen und das nicht zu verheimlichen.
im Sinne, damit Skeptiker aufwachen können und dürfen. Sicher macht es im Kontext mehr Sinn, wenn man Vorträge hält, aber die Skeptiker selbst schauen ja leider Gottes nicht zu diesen Vorträgen und die können erst dann aufwachen, wenn sie dann selbst im Internet darauf stoßen und dann selbst einmal nachforschen, dann aufgrund dieser Unglaublichkeit, was sie sehen können. Und Dankeschön für das Du. Und so möchte ich jetzt die Chance geben für die nächste Fragestellerin. Ich wollte noch kurz darauf replizieren, und zwar, weil du gesagt hast, weil du glaubst, wenn man diese Videos reinstellen wird, dass der Skeptiker deswegen aufwacht. Also diese Illusion habe ich schon lange aufgegeben. Du kannst mit keinem rationalen Argument jemanden überzeugen, der nicht selbst irgendeine Form der Erfahrung vorher gemacht hat. Also dieses Video wird es nicht geben, mit dem du einen Skeptiker überzeugen kannst. Wenn der eine klare, ein klares Glaubensmodell hat, klare Glaubenssätze, die kannst nie durch ein Video durchdringen. Das da würde ich vielleicht ganz halb widersprechen. Alle sicher nicht, aber einen oder ein paar Handvoll sicher und die wiederum dann auch wieder neu. Wie das mit Miriam Dajua schon erwähnt habt, das habe ich auch mal einem sehr skeptischen Freund von mir gezeigt, das Video, und dem ist dann richtig die Spucke weggeblieben, wie er das Video gesehen hat, weil er auch bemerkt hat, dass es ein uralter Film ist, eben schwer zu fälschen, ja, aus einer Zeit stammt, wie sie es ja auch bei Grapple FM schon mal erläutert haben, das war irrsinnig schwer zum fälschen. Und wenn man mal nur einen erreicht, dann ist das schon mal was wert. Und man sagt ja auch, wie die Panspermia-Theorie aussagt, man fängt mit einem an, dann wären es zwei, dann wären es vier, dann wären es acht. Absolut, das kann ich 100% unterschreiben. Dankeschön, Roman, dankeschön, dankeschön. Alda ist jetzt bei uns und wir haben den Manfred. Ich muss sofort aber auch gleich noch bekannt geben, um 21.30 Uhr müssen wir heute ein Lied anspielen. Nee, wir dürfen ein Lied anspielen. Da wird auch uns der Peter noch was zu sagen, warum. Und jetzt begrüßen wir die Alda und dann den Manfred. Der Alda hat gerade Flugstunde gehabt. Guten Abend, Alda. Ja, mein Internet ist zusammengebrochen. Also ich habe die letzten Sätze leider verpasst. Aber lieber Peter, es ist großartig, dir zuzuhören und es ist ganz toll, dass du das so zeitgerecht schon erforscht und dokumentiert hast. Wie der Roman gesagt hat, es war damals Koinzidenz, scheinbare, dass er sich damit beschäftigt hat mit der Lichtnahrung und dann ist ein Film herausgekommen. Es braucht solche Vorreiter, die das im Voraus spüren, was wirklich jetzt angesagt ist, und du bist einer dieser Menschen. Und wir sind in der Zeit der Offenbarung und ich habe wirklich die große Hoffnung, dass auch dieser zweite Teil, der hinter dem, am Anfang war das Licht steht, doch noch herauskommen kann, weil es ist die Zeit. Danke, Alda. Ja, wir kennen uns eh auch schon eine Zeit und ja, das ist durchaus möglich, aber da muss man eben auch dazu sagen, dass es auch andere Filmemacher gibt, und in dieser ganzen Diskussion ist natürlich das auch schon so, dass man ein bisschen verbraucht wird natürlich. Also die große Chance, die am Anfang war, das Licht gehabt hat, damals ist, das ist aus dem Nicht gekommen. Das hat niemand erwartet, und ich war ja jetzt nicht bekannt irgendwie als Esoteriker, wo sie da schon alle darauf einstellen konnten, dass da jetzt der esoterische Film kommt, sondern das war eben sehr überraschend. Ich würde meinen Film eben auch nicht als esoterischen Film sehen, aber eben die Skeptiker haben den als esoterischen Propagandafilm gesehen, und jeder Film, der jetzt von mir kommen wird, wird da schon im Vorfeld sehr gut verhindert werden, sage ich einmal. Und ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt durch die Fördergremien kommen würde, so leicht wie damals. Das war eben wirklich ein sehr interessantes Zusammenspiel von unterschiedlichsten Zufällen und Fügungen, dass das alles so gut funktioniert hat. Und
Ja, aber es ist nicht ausgeschlossen. Also wer weiß, in naher Zukunft glaube ich jetzt nicht, dass er, oder ich habe auch nicht vor, dass ich einen Film mache. Also ich arbeite jetzt eben auch gern mit diesen Vorträgen und so, weil da kann man eben wirklich viel mehr in die Tiefe gehen. Weil eben bei den Filmen ist tatsächlich so, dass die halt viele Missverständnisse auch erzeugen, in die eine wie in die andere Richtung. Also viele Leute, wenn es dann die Lichtnahrungsgeschichte hören, dann ja, dann glauben sie jetzt müssen sie mit dem Essen aufhören oder mit dem Trinken aufhören. Und dann sage ich immer, bitte nicht so schwarz-weiß denken. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alle mit dem Essen aufhören sollen. Und eben in dieser Verkürzung, wenn man eben die Möglichkeit nicht hat, dass man diesen ganzen Subtext erklärt, dann kommen eben eigene Glaubensmuster rein und nehmen dann das und spinnen das weiter. Und von daher ist natürlich auch viel fruchtbringender, wenn man dann mehr Zeit zur Verfügung hat. Und ich meine, gerade bei YouTube-Videos zum Beispiel ist es so, da ist die Aufmerksamkeitsspanne 30 Sekunden mittlerweile. Also sowas wie hier bei Oki Talk, wo man 2 Stunden reden kann, gibt es ja eh in den Weiten das Social Media gar nicht mehr, weil ja die Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden. Ja. Also. Ja, das glaube ich dir auf alle Fälle. Jedenfalls, so wie ich die Ketzerwissenschaftler schätze, die jenseits der Schulbücher weiterforschen, an den Irrtümern, die da dokumentiert sind, vorbei und hinweg, so schätze ich auch die Journalisten als Helden ein, die da weitergehen und offen recherchieren. Und wie gesagt, es ist die Zeit der Offenbarung. Viele Science-Fiction-Filme werden akzeptiert, aber sobald es etwas so gut Recherchiertes gibt wie dich, kann man das nicht mehr abtun als Fantasie. Und da ist es sicher gut, wenn du die Gelegenheit hast, darauf einzugehen. Und das ist auch genau der Punkt, den ich an Okidok so schätze. Also, und diese ganzen Dinge und Erkenntnisse werden vom Militär genutzt, aber der Öffentlichkeit vorenthalten, wie sehr vieles. Das habe ich erfahren schon, bitte, du bist in den 90ern draufgekommen, ich bin ein Stück älter. Und ich hatte eine Cousine, sie ist verstorben, die war beim italienischen Geheimdienst Übersetzerin. Und die hat mir das in den 80ern erzählt, von Remote Viewing und diesen Dingen. Also ich bin in Verbindung gekommen mit diesen Tatsachen, dass das keine Fantasterei ist, weil ich ganz einfach das erfahren habe aus erster Hand von einem Menschen, den ich gekannt habe und von dem ich gewusst habe, das stimmt. Ja? Aber diese Möglichkeit haben halt nicht alle und deswegen sind wir alle angewiesen auf Menschen wie dich, die das offenbaren in einer recherchierten Weise, die glaubhaft ist. Und dafür danke ich dir sehr. Danke dir, Alter. Ja, und ich kann da nur voll recht geben, je mehr Leute das machen, und das ist eben auch so, wie wir es vorher gesagt haben, tatsächlich so, dass eben ein Stein stößt den nächsten an und es wird immer größer. Und ich bin eben davon überzeugt, dass sich dieses neue Paradigma auch nicht aufhalten lässt. Also drum gehe ich da auch überhaupt nicht in Kampfmodus, wenn es um die Skeptiker geht, sondern ich verstehe die ja ganz gut und es ist ja auch eine Chance, weil gerade so in esoterischen Kreisen wird ja oft wirklich viel Blödsinn verbreitet und oft auch sehr leichtfertig sowas dann aufgenommen und da ist natürlich auch hilfreich, wenn man dann eine Gegenkraft hat, die das überprüft und kontrolliert und anschaut. Und ja, mein Umgang damit ist, ich gehe da gar nicht groß in Resonanz, sondern ich sehe das als Kompliment, wenn die Skeptiker da so heftig reagieren drauf, weil das zeigt mir, ich bin genau am richtigen Weg. Ich habe da genau das richtige Thema in genau der richtigen Art und Weise behandelt, weil sonst würden die nicht so heftig drauf reagieren. Und ich sehe halt die Menschheit immer als Gesamtheit. Also die gehören genauso dazu wie alle anderen und die Menschheit, sagen ja auch manche, kann nur als Gesamtheit aufwachen. Also natürlich gibt es
immer Vorreiter und die sind wichtig, aber schlussendlich geht es dann um die Gesamtheit. Und meiner Ansicht nach ist es ein Gesundungsprozess, der immer weiter fortschreitet, wie du das ja auch in anderen Worten jetzt gesagt hast. Ja, also danke, Alda. Ja, und der Pietschmann ist ja ein guter Ratgeber mit seinem Eris und Irene, dass du dich nicht mit den Schatten herumkämpfst und nicht den Schatten dessen sozusagen bekämpfst. Das finde ich sehr gut. Also Pietschmann ist sicherlich sehr, sehr gut. Als Lotse durch diese, das ist ja ein Gang an der Grenze, den du da bringst. Ja. Ich würde sagen, wenn wir um 21.30 Uhr die Musikpause machen, sollten wir nochmal eben schnell den Manfred zu Wort kommen lassen, die Musikpause machen und dann gehen wir nochmal in die letzte halbe Stunde rein. Dann sage ich einen guten Abend, Manfred. Entschuldigung, wenn ich da unterbrochen habe, und machst du dein Mikrofon dann wieder zu, lieber Peter, und sage guten Abend, Manfred. Guten Abend, Klaus. Guten Abend, Peter. Guten Abend, liebe Zuhörer. Das Thema ist ein sehr interessantes Thema, weil es auch eins von meinen Themen ist. Lichtnahrung, Lichtenergie. Ich weiß nicht, inwiefern du, Peter, schon von Biophotonen erfahren hast, von der Familie Popp aus Neuss, die sich wissenschaftlich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und ich benutze lieber diesen Oberbegriff Schamane, weil ein Schamane besitzt Fähigkeiten, die vielreichend sind und vielfältig sind. Und von daher nutze ich lieber diesen Begriff, weil ich auf vielen, vielen Ebenen arbeite und unter anderem auch als Lichtarbeiter, sprich Geistheiler oder wie auch immer. Da habe ich zum Beispiel eine Erfahrung gemacht, wo ich mal an einem Pferd gearbeitet habe und dann kam eine junge Dame hinzu, die Energien sehen konnte und erzählte mir, dass aus meinen Händen ein Lichtstrahl geht, der in dieses Pferd tief hineindringt und bei dem Pferd dann halt eben eine Heilung bewirkte. Mit dem Biophoton habe ich mich auch sehr intensiv beschäftigt, weil irgendwann mal ist das auf mich zugekommen. Da gibt es halt auch Produkte. Nicht nur die Familie Popp verkauft solche Produkte. Es sind auch andere, die solche Produkte verkaufen. Zum Beispiel, wo war das jetzt? In Bielefeld, glaube ich. Da oben hinter Münster. Da ist auch eine Familie, die sich mit dem Vertrieb von Biophotonprodukten beschäftigt. Und da war ich zum Beispiel eingeladen. Und wir wurden vor diesem Vortrag, vor diesem Verkaufsseminar, würde ich mal so sagen, wurden wir gemessen mit einem Messgerät, wie stark unsere Biophotonen im Körper verteilt sind, wo Ungereimtheiten im Körper sind. Und wir wurden während des Vortrages mit Biophotonen beschossen. Das heißt, wir waren umgeben mit Produkten, die natürlich zum Teil sehr, sehr intensiv waren. Zum Teil wurden wir in den Pausen dann auch, konnten wir uns zum Beispiel in ein Gerät setzen, wo uns nochmal zusätzlich Biophotonenbestrahlung zugegeben wurde. Und wir wurden nach dem Vortrag nochmal durchgemessen und dann hat der Veranstalter, die Veranstalterin, hat dann eine Analyse gemacht, um zu gucken, wo Veränderungen inwiefern bei den einzelnen Teilnehmern stattgefunden haben. Interessant war, dass bei allen Teilnehmern signifikante Veränderungen waren, außer bei mir. Da war natürlich die Veranstalterin total aus dem Häuschen, konnte sich das nicht erklären, warum gerade bei mir keine Veränderungen entstanden sind. Ich hatte natürlich eine Erklärung, weil ich als Lichtarbeiter, ich habe den Weg zum Herzen gefunden. Ich habe entdeckt, wie man in seinem eigenen Körper die Biophotonenproduktion massiv beeinflussen kann. Und die Familie Popp zum Beispiel hat entdeckt, dass Pflanzen, Tiere eine sehr hohe Biophotonenproduktion in den Zellen hat, während der Mensch es nicht hat. Ich weiß auch, warum der Mensch es nicht hat und ich weiß auch, wie er es beheben kann. Da können wir uns gerne nach der Musik auch noch austauschen. Ich wollte jetzt nur einmal kurz erklären, was bei mir so in Form der Lichtnahrung, wie du ja sagst, nicht unbedingt auf Essen verzichten, sondern Lichtnahrung, wie ich mich selber durch meine eigene Licht
Nahrung ernähren kann. Jetzt habe ich den Satz irgendwie blöd abgebrochen. Da möchte ich dir noch, Peter, sagen, Lichtnahrung kommt nicht von außen. Lichtnahrung erzeugen wir in uns selber. Und wenn wir es schaffen, diese Lichtnahrung in uns selber zu erzeugen und richtig aktivieren zu können, dann sind wir gar nicht auf das Äußere angewiesen. Wir denken immer nur im Äußeren. In Wirklichkeit findet es in uns selber statt. Und das heißt es zu entdecken und das heißt es zu aktivieren. Und da bin ich gerne für einen Austausch mit uns, mit dir bereit, dass wir uns dann irgendwie nochmal sehr intensiv darüber unterhalten können. Denn ich denke mal, hier diese nächste halbe Stunde reicht nicht aus, um da noch tiefer reinzugehen. Ja, und das jetzt zu meinem Ding, damit die Musik gleich spielen kann. Danke. Der Peter wird auch im Nachtalk nachher noch da sein, circa eine Viertelstunde, also das wird auch nicht reichen. Vielleicht kommt der Peter auch nochmal so auf OKTalk und geht nochmal in Gesprächen rein und ich hoffe, dass er auch noch eine zweite Sendung hier macht. Peter, 21.30 Uhr, das erwartet uns gleich ein Lied. Erzähl doch mal, oder magst du noch kurz was auf eingehen? Danke, Manfred. Das werde ich jetzt in 30 Sekunden nicht schaffen, darauf einzugehen. Ich habe da sehr viel dazu zu erzählen auch und ja, ich würde vorschlagen, wir machen das dann nach dem Lied, weil lustigerweise das Lied hat jetzt eben auch viel mit dem inneren Licht zu tun, das du angesprochen hast, weil ja, natürlich, also ich würde nicht in dieser Ausschließlichkeit sagen, dass wir das Licht nur in uns selbst produzieren. Vielleicht gibt es einzelne Menschen, die das so stark können, dass sie von außen gar nichts mehr brauchen. Ich glaube das persönlich gar nicht, sondern ich glaube daran, dass es ein Licht von innen und von außen gibt. Und beides ist für uns wichtig. Und bei der Meditation, ich halte auch ein Seminar, das heißt Meditation, das innere Licht erwecken. Und wo es genau um das geht, und im jetzigen Lied geht es eben um Meditation, also das ist ein Lied, das immer gespielt worden ist, genau um 21.30 Uhr, jetzt in einem Ashram in Indien, in einer Raja-Yoga-Schule, das zu mehreren Tageszeiten, also beginnend schon um 3.30 Uhr in der Früh, wird immer zur gleichen Zeit das gleiche Lied gespielt und immer wenn dieses Lied ertönt im Ashram, diese 3 Minuten, dann lässt man alles liegen und stehen, wo man gerade ist und macht eine Open-Eye-Meditation. Normalerweise meditiert man mit geschlossenen Augen, aber das ist eine wunderbare Art, um den meditativen Zustand eben auch in den Alltag zu integrieren. Und jetzt um 21.30 Uhr, wenn wir es starten, ist es genau dieses Lied, wo wir jetzt eine Open-Eye-Meditation machen können. Und ich würde sagen, ja, starten wir es jetzt. Ja, und da sind wir wieder zurück. Ja, eine Wachmeditation, die regelmäßig gespielt wird in Indien. Und ja, ich finde es spannend. Ja, heute auf OKTalk. Danke dir, Peter. Ja, gerne. Ja, ich möchte jetzt gern zurückkommen zu dem, was der Manfred gesagt hat. Natürlich kenne ich die Biophotonen, also sie kommen ja, du hast wahrscheinlich am Anfang war das Licht nicht gesehen. Der Fritz Albert Popp hat ja auch einen Auftritt und eine sehr wichtige Rolle im Film, wo er eben ein Erklärungsmodell darlegt, wie Lichtnahrung funktioniert, weil er eben sagt, die Biophotonen sind eben eigentlich der entscheidende Punkt, der uns lebendig macht. Also es geht um die Information, die im Licht gespeichert ist. Und er sagt eben, die Sonne sendet diese Information aus, diese kohärente Information. Die Pflanzen und indirekt die Tiere speichern sie. Und wir nehmen sie dann eben gespeichert in der Nahrung zu uns. Und das Entscheidende ist die Information da drinnen. Also er sagt ihm, wenn wir uns die chemische Formel von Zucker anschauen, dann löst sich die in CO2 und H2O auf. Beides wird ausgeschieden, was zurückbleibt, ist das Licht. Und von da ausgehend sagt er eben, kann er sich schon vorstellen, dass es sowas wie reine Lichtnahrung gibt. Und
Die Biophotonen haben ja eben auch ein bisschen was mit dem vierten Aggregatzustand zu tun, den ich vorher erklärt habe. Also diese Erklärungsmodelle hängen ja auch zusammen. Also wenn wir uns so einen klaren Bergsee anschauen oder Gletscherschmelzwasser, dieses bläuliche Leuchten, das dieses Wasser hat, zeugt eben von einem großen Anteil an diesem EC-Water, an diesem vierten Aggregatzustand von Wasser, der eben in der Lage ist, Licht auch zu speichern. Also da sind eben diese fluoreszierenden Teilchen drinnen. Und wir haben schon vorher darüber gesprochen, wie uns das ernähren kann. Aber da schließt sich jetzt natürlich dann als nächstes die Frage an, na okay, wir haben jetzt sozusagen auf schon im physiologischen Bereich jetzt ein Erklärungsmodell, wie das funktionieren kann. Weil vorher ist immer gesagt, wie soll das funktionieren, wie sollten die Energie reinkommen, wenn nicht bei Nahrung. Also wir wissen jetzt mittlerweile und eben auch durch die wissenschaftlichen Studien schon in den 80er Jahren, dass wenn wir wirklich den menschlichen Energiehaushalt genau vermessen, dann sehen wir, dass es kalorisch nicht erklärbare Energiemengen gibt, und zwar bis zu 23% den ganz normalen Menschen. Und dieser nicht kalorisch nicht erklärbare Energieanteil, der sozusagen aus dem Nichts kommt, unter Anführungszeichen, ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch und von Situation zu Situation. Also wenn wir eben fasten zum Beispiel, dann sehen wir ja, dass in den ersten 2 Tagen nehmen wir sehr schnell an Gewicht ab und dann wird die Kurve immer flacher, weil dieser Anteil an dieser sogenannten Unmeasured Energy, wie das genannt worden ist in diesen Studien, ansteigt. Aber jetzt ist dann, und dieser Anteil an Unmeasured Energy ist eben von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Und bei lichternährten Menschen ist der eben offensichtlich viel, viel größer. Wie groß, wie weit das raufgeht, wissen wir nicht. 70, 80, 90, 100%, ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall größer. Aber die große Frage stellt sich jetzt eben, wieso funktioniert das nicht bei jedem Menschen gleich? Also, weil es gibt ja genug Menschen, die im Wald sind und im Wald verhungern vielleicht oder in die Sonne. Wieso ist das nicht bei jedem Menschen so? Und da kommen wir jetzt natürlich in den Bereich, den du angesprochen hast, das innere Licht. Weil diese Ordnung, diese Kohärenz, die können wir eben auch selbst herstellen. Zum einen kommt sie auch vom Außen, aber zum anderen gibt es eben auch einen Aspekt, wo wir das von innen herstellen können. Also wir sehen ja eben auch in meditativen Zuständen, dass wir die Kohärenz erhöhen können. Wenn mehrere Menschen gemeinsam meditieren, dann sehen wir, dass die Gehirnwellen sich einschwingen und die Kohärenz noch größer wird. Und wir sind offensichtlich in der Lage beim Meditieren, dass wir uns mit einer Ebene verbinden, wo wir diese Kohärenz anzapfen, wo wir sozusagen von innerer Kohärenz genährt werden. Und Dean Radin vom Institute of Noetic Sciences sagt ja, was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist ein ordnendes Prinzip. Und wenn dieses ordnende Prinzip den Körper verlässt, dann zerfällt er sehr schnell in seine uninteressanten stofflichen Substanzen. Also das Entscheidende ist eben das Bewusstsein. Das Bewusstsein auch auf der Zellebene, weil wir müssen uns ja immer vorstellen, dass jede einzelne Zelle ist in Wirklichkeit ein eigenständiges Lebewesen. Aber wir sind in der Lage, diese 30, 40, 50, 60 Billionen von einzelnen Lebewesen fügen wir mit unserem Bewusstsein zum einzigen Lebewesen zusammen, das im Wir sind, der Mensch. Und das heißt, das Bewusstsein und dieses sogenannte innere Licht ist da eben was ganz was Entscheidendes. Und das Licht des Lebens hat eben beide Aspekte, innere und äußere Aspekte. Und ich plädiere immer sehr dafür, dass wir nicht so für Schwarz-Weiß-Lösungen, also nicht nur sagen, alles ist inneres Licht oder alles ist äußeres Licht oder alles ist Geist und alles ist Materie. Nein, wir sind beides. Innen und Außen, Geist und Materie, Licht und Schatten. Es gehört ihm, wir sind in einer polaren Welt, wo es nicht nur Licht gibt. Und oft ist ja so die Gefahr in diesen Lichtarbeiterkreisen, dass man immer nur das Licht, 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 aber den Schatten gibt es auch, der ist auch ganz wichtig. Und gerade so
The Secret und positiv denken und so weiter, die schauen eben immer nur auf das Resonanzprinzip. Aber wenn wir uns eben die kosmischen Gesetze anschauen, dann sehen wir eben, es gibt nicht nur das Gesetz der Resonanz. Es gibt auch das Gesetz der Polarität. Da haben wir eben auch den Schatten drinnen. Und der Schatten ist ihm auch sehr wichtig, denn den gibt es auch einfach. Und eben in unserer Welt hier, in unserer polaren Welt, braucht das Licht eben auch immer den Schatten. Und beides ist wichtig. Ja. Danke, danke. Manfred, magst du noch nachrackeln? Sonst gebe ich das Wort nochmal zu Roman rüber. Ja, ich möchte gerne noch etwas dazu sagen. Also zum größten Teil bin ich konform mit dem, was du, Peter, gesagt hast. Nur in einer Sache widersprichst du dich, weil du sprachst ja davon, dass zum Beispiel irgendwelche Mönche zum Beispiel in Höhlen gelebt haben und sich von ihrer eigenen Lichtnahrung ernährt haben. Und auf der anderen Seite sagst du dann, es geht nicht ohne das äußere Licht. Also das sind schon ein bisschen Widersprüche. Allerdings... Darf ich kurz was sagen dazu, gleich zu diesem Punkt? Ja, okay, sagt er jetzt etwas dazu. Ich wollte nämlich eigentlich das wieder entkräften. Das ist ein Klassiker. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass eben beim Licht, also auch beim äußeren Licht, gibt es ja nicht nur das sichtbare elektromagnetische Wellenspektrum. Die Erde hat eine starke negative Strahlung. Aber negativ jetzt sozusagen im elektrischen Sinne. Und wenn du in einem Erdloch bist, dann wirst du auch vom Außen genährt, von der Strahlung der Erde. Also auch wenn du kein Sonnenlicht hast, bist du trotzdem mit dem Außen verbunden, durch die Kraft der Erde. Und wir dürfen eben nicht vergessen, dass die materielle Schöpfung unterliegt eben auch eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und eben die Matrix der Materie hat auch ihren eigenen Geist und ihre eigene Gesetzmäßigkeit. Und wir haben uns eben mit unserem Geist verbunden mit der Erde. Das ist eben das Prinzip von Licht und Liebe. Und wir sind eben nicht nur Liebe, sondern eben auch, wir brauchen auch die Liebe der Erde. Und das meine ich jetzt mit dem Außen. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und wenn ich jetzt sage, wir haben unser Licht in uns und wir können es nach außen bringen, ist das natürlich nur ein Teil von dem, was ich wirklich zum Ausdruck bringen möchte, weil ich will mehr oder weniger zum Ausdruck bringen, dass wir natürlich ein Teil vom Ganzen sind. Nur soll uns bewusst sein, dadurch, dass wir ein Teil vom Ganzen sind, haben wir auch das, was außen um uns herum ist, in uns selber, weil wir ja ein Teil vom Ganzen sind. Und deswegen können wir in uns das erzeugen, was außen von uns ist. Wir sind ein göttliches Geschöpf und wir haben im Grunde alle Kraft in uns, die auch außen um uns herum ist. Es ist natürlich auch so, ich habe ja eben angesprochen, dass ich auch Geistheiler bin und mit Handauflegen Energiearbeiter, dass ich auch Auswirkungen auf andere Organismen ausübe, da eine Harmonisierung mit meinen Biophotonen erzeuge und dann durch eine geordnete Struktur im anderen Körper kann dieser dann im Grunde wieder hochfahren in seiner eigenen Schwingung und seine eigene Energie wieder zum Ausdruck bringen und somit eine Heilung bewirken. Denn solange zu viele Fremdschwingungen im Körper sind, eine Disharmonie vorhanden ist, ist natürlich der Körper nicht imstande, sich selber zu regulieren, weil er zu sehr damit beschäftigt ist, wieder in seine eigene Schwingung zu kommen. Deswegen sind so viele Menschen krank. Und das ist auch das Thema, warum die meisten Menschen nicht in ihre Lichtenergie wirklich kommen können, weil zu viel äußere Einflüsse auf diese Menschen einwirken. Sie sind labil, sie lassen alles auf sich kommen und denken, es ist mein Eigen. Und dadurch sind sie in einem totalen disharmonischen Zustand. Und deswegen fällt es denen schwer, weil Tiere haben das nicht, Pflanzen haben das nicht. Und deswegen strahlen die mehr Biophotonen aus als wir Menschen, weil wir Menschen
ich arbeite auch viel auf der seelischen Ebene und auf der psychischen Ebene, habe da sehr viel Erfahrung, weiß, dass die Menschen durch Traumatisierung, durch innere Einstellung und so weiter, sind sie in einem so großen Ungleichgewicht, dass ihr eigener Biophotonenhaushalt, so würde ich das jetzt mal bezeichnen, in einem sehr desolaten Zustand ist. Und weil das alles ungeordnet ist, strahlen die Menschen nicht so aus. Die Menschen, die ausgeglichen sind, die in einem harmonischen Zustand sind, ich würde jetzt mal sagen, wenn mal so eine Messung bei Urvölkern gemacht wird, würde man bestimmt feststellen, dass die in einem viel, viel größeren Biophotonenaustausch sind als die zivilisierten Menschen, die in Industrieländern leben. Bei denen herrschen viel größere Disharmonie und deswegen werden die natürlich nicht so stark strahlen. Und ich sehe mich einfach nur auch darin, dass ich den Menschen hinführen möchte, dass sie wieder in ihre Harmonie kommen. Und genauso wie du, ich denke mal, mit deinen Beiträgen willst du die Menschen ja auch dahin führen, dass sie wieder mehr in die Harmonie kommen und dass sie dann natürlich aus sich heraus so viel Kraft erzeugen können, dass sie einfach mit dem, was sie selber an Lichtenergie erzeugen, auch gut leben können. Ja, ich kann das absolut unterschreiben und ich weiß genau, was du meinst. Also ich erzähle auch oft gern die Geschichte, wo ich die Sinaida Baranova, also diese Russin im Film, die nichts isst, die habe ich gefragt, ob sie denn sich schon einmal untersuchen hat lassen und hat gesagt, nein, sie war dann nur eben bei diesem Arzt, der mit GDV arbeitet, also mit der Kirlian-Fotografie oder mit einer wissenschaftlich umgemünzten Kirlian-Fotografie, wo eben das Energiefeld des Menschen gemessen wird und wo man eben sieht, wie harmonisch das Energiefeld des Menschen ist, und die hat das eben machen lassen, die hat perfekt harmonisches Energiefeld gehabt, und ich habe ihm gefilmt, ich war da allein dort, ich habe selbst Kamera und Ton gemacht, und das ist immer total, halt, die ganzen Geräte hängen auf dir und der ganze Elektrosmog und der ganze Stress, weil ich muss schauen, dass das Bild passt und der Ton passt und die Situation aufrechterhalten und so. Und ich habe das halt auch gemacht, diese GDV-Messung, und habe halt überall Löcher in meinem Energiefeld gehabt und total unrund. Und dann habe ich eben dort mit diesem Arzt gesprochen, der das gemacht hat, und eben auch, dass ich schon sehr lange meditiere und so. Und hat er gemeint, nein, ich soll kurz versuchen zu meditieren. Da habe ich mich hingesetzt, habe 3 Minuten meditiert und habe diese Messung noch einmal gemacht, und auf einmal waren diese ganzen Löcher ausgebügelt. Und das hat mir 2 Dinge gezeigt. Zum ersten Mal, dass GDV funktioniert, also das wird ihm dort auch zur Prophylaxe genommen, weil wenn im Energiefeld auf feinstofflicher Ebene sozusagen lange Probleme existieren, dann manifestieren sich die dann irgendwann grobstofflich. Also das zum einen habe ich sehr spannend gefunden, und zum anderen, dass Meditation funktioniert, weil du eben ganz offensichtlich Ordnung und Harmonie wiederherstellen kannst. Also ich bin da ganz überzeugt, dass das funktioniert und dass man natürlich das innere Licht hervorrufen kann. Ich bin auch überzeugt, dass jemand anderer den anderen heilen kann und dass das möglich ist, und sozusagen das Licht zu schicken. Und ich habe auch in meinem Film diese Bigu-Übertragungen, diese Energieübertragungen, also überhaupt keine Frage. Da laufst du bei mir offene Türen ein. Der andere Punkt, den ich eben ansprechen wollte, war, dass das natürlich funktioniert. Das ist das Gesetz der Resonanz. Und es gibt auch das Gesetz der Polarität. Und nicht jede Krankheit will geheilt werden, weil eben diese Krankheiten, die Schattenaspekte, der Misserfolg, der gehört zu unserer Lernerfahrung auf diesem Planeten dazu. Wenn wir nur noch Licht sind, dann brauchen wir nicht mehr auf der Erde sind, und dann hätten wir überhaupt nicht herkommen müssen, dann hätten wir dort bleiben können, wo wir sind. Das heißt, aus meiner Warte braucht es eben beides. Ich sage das immer, in meinen Seminaren habe ich eben auch oft einen
Kapitel, wo es um positiv Denken geht und um das Gesetz der Resonanz, wo ich immer sage, die Leute denken da auch immer nur in Schwarz und Weiß. Und wenn sie dann irgendwann draufkommen, na, selbst die Leute, die positiv denken, kriegen Krebs und die Bestellungen beim, die Bärbel Mohr hat Krebs bekommen, na, das kann ja dann überhaupt nicht funktionieren, die Bestellungen beim Universum, und auch diese Leute haben Misserfolg und so. Ja, stimmt, aber das heißt eben nicht, dass das Gesetz der Resonanz deswegen funktioniert. Das heißt nur, dass es eben auch andere Gesetzmäßigkeiten gibt, die in unserem Universum existieren. Und das ist eben ganz entscheidend zu verstehen, dass ihm beides wichtig ist. Gleich und gleich gesellt sich gern, aber Gegensätze ziehen sich auch an. Und das wollte ich zum Ausdruck bringen. Super. So, und Manfred, jetzt gehen wir noch mal kurz weiter, weil wir kommen ja auch schon der Sendezeit bald am Ende. Und wir werden ein bisschen überziehen, nicht die Frage. Und ich möchte aber nochmal den Roman, den CryptoTV, nochmal das Wort geben und die Alda. Vielleicht haben sie auch noch eine Frage, Anregung, und dann machen wir noch eine kurze Abschlussrunde. So würde ich das sagen. Natürlich möchte ich von dir noch was hören, lieber Peter, bevor wir dann offiziell dann die Sendung schließen natürlich. Und jetzt rufe ich mal erstmal den Roman und dann die Alda, die hat auch schon geleuchtet mit dem Mikrofon. Ruhe nochmal. Hallo Roman. Ja, hallo Klaus und hallo Peter. Ich hätte eine Anregung und eine kleine Frage. Als Anregung, weil du, Peter, gesagt hast, dass noch dein Anfang war das Licht, durch die auch negative Resonanz du eher keine finden würdest, die dir helfen würden beim Produzieren. Es gibt ja schon noch ein paar andere alternative Medien, zum Beispiel Noviso TV, der Frank Höfer hat da die Feldforschung kreiert, oder der Michael Vogt bei Querdenken TV hat da diese tollen Mehrteiler über den Alois Irlmeier gebracht. Es würden sich schon ein paar sehr gute Menschen dafür anbieten. Und jetzt zu meiner Frage, die Vorträge, die du machst, kannst du uns vielleicht da so einen kleinen Reiseplan geben, wo und wann wir die finden können? Und gerade für mich würde da auch interessieren, ob wir in Salzburg Stadt dich dann da finden können. Ja, vielen Dank für die Frage. Also das Geheimnis, ich habe jetzt am Anfang Juni am Meditationsseminar im Salzertal, dann machen wir, also die ganzen Infos gibt es auf meiner Website phstraubinger.com unter Termine. Da stehen jetzt die für Sommer und Herbst noch nicht drinnen, das muss ich jetzt aktualisieren. Also jetzt ganz konkret, das nächste Mal wird die Geheimnis des Lichts Trilogie am 20. Oktober in Kärnten, werde die machen, alle drei Teile an einem Tag. Und ja, sehr gerne, wenn es einen Veranstalter gibt in Salzburg und eine gute Location, sehr gerne. Also wir können gerne den Kontakt austauschen, und wenn du einen Veranstalter hast, der sowas organisieren würde, sehr gerne. Ja, da würde sich der Erich-Stammtisch anbieten. Die machen größere Veranstaltungen in Bergheim, und die kleinen Stammtische haben es bei Hartlwürde. Aber in Bergheim hätte man viel mehr Platz. Ja, sehr gerne. Also ich meine, wenn ich die Geheimnis des Lichts mache, das sind dann eh immer gleich 100, 200 Leute. Darunter macht es auch wenig Sinn, dass ich da durch halb Österreich fahre. Und im Normalfall, meine Erfahrung ist auch, dass sich da genug Leute finden im Normalfall. Also ja, wenn wir uns da austauschen, sehr gerne. Ja, werde mal mit einer Erik-Club reden. Ja. Na wunderbar, dann würde ich sagen, danke dir, Roman, und dann rufen wir nochmal die Alda. Hallo. Ja, also ich möchte erst einmal danken, dem Manfred, dieses Thema aufgebracht zu haben, weil ich habe zwar immer die Gewissheit gespürt, das ist so irgendwas zwischen Glauben und Wissen, ohne selbst die Erfahrung zu haben, aber die Gewissheit zu haben, dass es so ist, dass man selbst generieren kann.
Ich habe nämlich eine Ausbildung gemacht, Gregory Grabovoi, und der sagt zum Beispiel, wir können selbst Ozon erzeugen, wir könnten selbst um uns eine Atmosphäre erzeugen, selbst auf einem anderen Planeten. Und dieses Gesprächs, diese Gesprächspassage zwischen euch hat mir jetzt erklärt, warum und wieso. Und das ist für unseren Verstand immer was sehr was Wichtiges. Und außerdem die Beryl Moses, die Krebs gehabt hat und dieses Wünschen ans Universum, da hat die Penny McLean etwas gesagt, was mir sehr gut gefällt. Wir haben alle so unsere Guthaben und mit diesen Wünschen ans Universum nehmen wir quasi Kredit auf, nicht? Und dafür müssen wir Zinsen zahlen. Das ist also dazu eine Bemerkung. Und ja, es gefällt mir sehr gut und ich freue mich schon auf den Nachtalk. Dankeschön an dich, lieber Peter Adler Straubinger. Und danke, Klaus. Ja, danke dir, Alda. Und ja, eben die hermetischen Gesetze finde ich ja in dem Zusammenhang immer spannend, weil es gibt eben alle sieben und alle sieben wirken gleichzeitig. Und eben als Menschen, glaube ich, ist ihm auch immer, und das wird ihm oft in esoterischen Kreisen fehlt, genauso wie in wissenschaftlichen Kreisen ihm oft die Demut. Also oft ist halt auch notwendig, dass wir Demut zeigen und dass wir eben nicht alles in der Hand haben. Und das ist auch okay, dass einfach dein Wille geschehe und nicht immer mein Wille geschehe. Das ist gerade in der Meditation sehr wichtig, finde ich. Und beide, ich versuche das oft beim Meditieren eben zu erklären. Es gibt eben zwei Wege. Das eine vom Bewusstsein zur Transzendenz, zum Unterbewusstsein und der umgekehrte Weg, und das wird ja oft gesagt, beten ist, wir sprechen mit Gott, und meditieren ist, Gott spricht mit uns. Und man kann jetzt, Gott kann man jetzt durch Transzendenz ersetzen oder kollektives Unterbewusstsein. Aber es geht halt darum, ich kann zum einen selbst etwas einbringen in diese Ebene der Transzendenz, aber der umgekehrte Weg ist genauso wichtig, wo ich eben gar nichts mache, sondern eben diese Ordnung einfach in mich einströmt und ich das einfach geschehen lasse. Peter, Wahrheit und Liebe ist da. Wahrheit und Liebe macht gleich eine Herz- und Friedensmeditation. Und es wäre natürlich schön, wenn wir die alle noch zusammen machen können und anschließend in den Live-Talk geht. Das weiß ich natürlich nicht, wie deine Zeitplanung ist. Das wäre natürlich das Optimale. Das habe ich nämlich heute Abend nicht berücksichtigt, bei dir das anzumelden. Ich verstehe. Ja, es ist tatsächlich so, dass bei mir zeitlich schwierig ist, weil ich bin jetzt noch im Büro und ich sollte jetzt eigentlich heimfahren. Alles klar. Zur Familie. Kein Problem. Dann bieten wir trotzdem den Nachtalk an, natürlich nach der Sendung hier, und da könnt ihr euch selbstständig runterklicken, und ich werde dann die Wahrheit und Liebe, die Susan Mike, heute wieder begleiten dürfen, und da freue ich mich auch schon drauf, und sie ist auch schon hier. Sagen wir doch mal hallo. Susan, du wolltest eh was sagen. Ja, hallo. Könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich hören. Okay, bei mir passiert so Geflacker am Bildschirm. Egal, ich ignoriere das jetzt mal. Ja, das war wunderbar. Das Thema beschäftigt mich auch schon seit Jahren. Und ich kenne diese Bigu-Übertragung auch. Nicht, dass ich dabei war, aber ich war in Berlin in diesem Institut, wo die das dort machen, soweit ich weiß. Qigong-Institut, ja. Genau, Qigong-Institut. Ich war einmal da zu einer Heilungsübertragung und das war auch sehr, sehr interessant, schon Jahre her. Jetzt bin ich ja hier im Süden von Deutschland und so interessant, und ich finde, du erklärst das wunderbar. Da hast du echt eine Gabe, das Thema überhaupt zu behandeln und zu einer Leichtigkeit und Klarheit und Herzlichkeit. Also mir hat das so viel Freude gemacht. Und meine Meditation, die geht auch in die Richtung, da geht es um Souveränität und das Innere von innen nach außen zu erschaffen. Und ja, also vielen, vielen Dank und alles Gute. Super, danke dir. Wie lange dauert deine Meditation?
ja, die geht dann schon bis, die ist immer 30 Minuten. Ich mache die ja täglich um 9 eigentlich, morgens und abends 30 Minuten. Und dann angefangen, Menschen einzuladen. Einfach nicht um eine Massenmeditation zu machen oder sowas, sondern einfach um diese Regelmäßigkeit, dass das praktisch etwas Vertrautes wird für das tägliche Leben. Einfach so dieses nach innen fühlen und einfach wieder wirklich ganz zu sein, sich ganz zu fühlen, souverän zu sein, eben zu spüren, die Intuition Ja zu sagen und zu meinen und Nein zu sagen und zu meinen, wo sind die Grenzen etc. Ja, also 30 Minuten und heute auch dann 30 Minuten. Super spannend, das klingt gut. Kann man das auch im Archiv nachhören? Ja, im Archiv kannst du das nachhören, auf jeden Fall. Cool. Was ich auch noch sagen wollte, eben zum Tiergong-Institut, weil ich habe dort eben auch eine Bigu-Übertragung gemacht und da habe jetzt nur das jetzt abschließend eben auch selbst einmal erfahren, wie sich das anfühlt, was mir die Lichternährten immer gesagt haben, nämlich, dass sie keinen Hunger haben. Also ich habe auch viel Fastenerfahrung, aber bei der Fastenerfahrung war es dann oft so, dass ich zwar gemerkt habe, ich habe körperlich total viel Energie, aber ich habe mich nach dem Essen gesehnt. Und nach der Bigu-Übertragung, wie ich das erste Mal gemacht habe, war es so, dass ich wirklich nichts essen wollte. Also es war wie eine Übelkeit, aber eben ohne das negative Gefühl, sondern ich wollte einfach nichts essen, weil der Magen so oben war. Es ist dann leider nach ein paar Tagen wieder verschwunden, aber ich habe einen Vorgeschmack bekommen, wie das ist, was mir die Lichternährten eben oft erklärt haben. Sie würden sofort was essen, wenn sie einen Hunger haben, aber sie wollen einfach nichts essen. Spannend. Ja, weißt du, ja, so oh, ich habe noch, genau, ich hatte noch einen Impuls dazu. Da kommt vielleicht dann auch wieder dieses geordnete Feld, was dann vielleicht nicht so gut vorhanden ist, ne, ins Spiel. Aber absolut. Es ist faszinierend, dass die das mitten in Berlin machen. Da habe ich mich immer gefragt, wie machen die das? Das hat bestimmt eine bestimmte Bedeutungsstrategie, also energetisch, dass sie das gerade da machen und trotzdem dieses Feld aufrechterhalten. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, die Tian Ying ist eine wunderbare Frau. Ich kenne ja selten jemanden, der auf der einen Seite so gehimmelt ist, unter Anführungszeichen, und auf der anderen Seite so geerdet. Weil es war bei den Interviews, die ich oft oder viele Leute, die auf Lichtnahrung sind oder auch beim Fasten, die sind oft überhaupt nicht geerdet mehr. Ich meine, das geht manchmal in die Richtung, dass sie dann sogar Psychosen bekommen. Oder eben die Hildegard von Bingen hat ja gesagt, dass Fasten verbessert praktisch alle Aspekte der Persönlichkeit und des Körpers. Nur ein Aspekt wird verschlechtert und das ist die Hybris. Und das ist tatsächlich bei vielen Menschen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber bei etlichen ist mir das aufgefallen, wo man gedacht hat, jemand, der so spirituell ist und dann auf der anderen Seite derartig überheblich und von sich eingenommen und das Ego groß. Und bei der Tian Ying ist es überhaupt nicht so. Das ist eine derartig liebe, geerdete, bescheidene, demütige Frau. Es ist wunderbar. Also ich liebe sie und das war wirklich, die Tian Ying ist eine der nettesten Menschen, die ich in meiner ganzen Recherchereise kennengelernt habe. Und ja, ich treffe sie auch nach wie vor immer wieder 2-3 Mal im Jahr, weil ich mich wirklich gerne mit ihr austausche. Und eben damals das erste Mal, wie ich sie getroffen habe, nicht zum Filmen, sondern eben um das mal auszuprobieren, war für mich ein Augenöffner. Und wie du sagst, es war dann so, wie ich dann aus diesem geordneten Feld wieder raus bin. Ich bin dann arbeiten in die Radiostation und so dieses ganze normale Umfeld, wo muss ich wieder funktionieren und dann muss ich das und das und auf einmal habe ich dann wieder Hunger gehabt und das wieder die ganzen alten Mechanismen verwendet, weil eben, ich sage ja immer,
Das ist ja etwas, was ich immer vermitteln möchte in meinen Vorträgen und wenn ich auftrete. Was ich mit am Anfang war das Licht sagen will, ist, dass wir vor allem für unseren Emotionalkörper essen. Unser physischer Körper wäre glücklicher mit viel weniger und ganz anderen Dingen. Ich meine, da weiß man jetzt auch mit der Autophagie, wofür es den Medizinnobelpreis 2016 gegeben hat, dass tägliches, das Intervallfasten ist extrem gut für den Körper. Und was wir ihm da oft antun, das ist nicht, um Energie für den Körper zu bringen, sondern das ist, um unseren Emotionalkörper zu befriedigen, weil wir das Essen halt wie eine Droge verwenden, eben jetzt vor allem den Zucker zum Beispiel. Über dieses ganze Thema haben wir jetzt ja noch gar nicht geredet, aber ja, da könnten wir tagelang reden. Jetzt hören wir auf. Das machen wir nicht tagelang, das machen wir vielleicht mal hin und wieder, lieber Peter, dass wir da mal, wenn du die Zeit auch uns geben möchtest, den Zuhörern geben möchtest und den Mitrednern, die sich auch Gedanken zu diesen Themen machen, bist du immer wieder herzlich willkommen und ich hoffe, dass wir noch ein paar schöne Termine mit dir hier auf OkiTalk machen dürfen. Du siehst, das ist ein großes Thema und auch die Resonanz ist da. Und es wird sicherlich noch mehr werden. Und ja, in dem Sinne sage ich mal, kommen wir langsam doch mal zum Ende dieser Sendung, so würde ich bald sagen, weil die Susan, mit der du gerade gesprochen hast, Wahrheit und Liebe, steht ja schon in den Startlöchern. Peter, was ist nochmal so kurz zusammengefasst? Wo bist du zu treffen? Nochmal kurz deine Homepage nochmal bekannt geben, Kontaktdaten. Und ich denke mir, wenn wir diese Friedens- und Herzmeditation machen, bietest du dich ja noch im Nachtalk kurz an, dann werde ich mich hier gleich bei dir schon verabschieden und wir bleiben auch in Kontakt, so sage ich das und ich freue mich natürlich auf die nächste Sendung dann mit dir, wir freuen uns. Und jetzt gebe ich dir mal das Wort, erzähl uns doch mal so ein paar wichtige Sachen noch, die wir hören dürfen von dir. Ja, also die Termine gibt es auf meiner Homepage www.pstraubinger.com, also pastraubinger zusammengeschrieben.com. Der Link ist ja eher auch in der Programmübersicht auf OkiTalk. Und ja, ich mache zum einen eben Meditation oder Achtsamkeit, ist ein sehr wichtiger Punkt, wo ich eben Seminare dazu mache. Dann eben auch das Ernährungsthema. Gemeinsam mit der Ernährungswissenschaftlerin mache ich eben Kurzzeitfasten und Meditation, eben genau das, was ich jetzt angesprochen habe. Wir wissen mittlerweile, wie gesund das ist, das Intervallfasten. Die Schwierigkeit ist eben oft, dass wir den emotionalen Körper beruhigen und dass eben Meditation auch ein wunderbarer Weg. Und das Dritte ist eben diese ganze Backstory, das ganze Recherchematerial, die ganzen Filme, die ich im Zug meiner Arbeit an am Anfang war das Licht gesammelt habe und auch die ganzen Stoffentwicklungen, die ich nachher gemacht habe, das transportiere ich eben in meiner Geheimnis des Lichts Trilogie, da ist eben die nächste am 20. Oktober in Kärnten. Und ja, auf pastraubinger.com sieht man die Termine und ihr könnt mir eben dort über die Kontaktseite auch direkt schreiben, wenn ihr Fragen habt. Ja, super toll. Ich sag mal von meiner Seite aus sicherlich nochmal auch von Alda, CryptoTV, Manfred, ne, die werden auch noch gleich ein Tschüss sagen, denke ich. Mich hat's unheimlich gefreut. Man hat heute Abend, glaube ich, gemerkt, dass man zumindest nur anreißen konnte. Und daher finde ich so einen Thementalk zu gewissen Themen in deinen Bereichen sehr bereichernd. Und vielleicht wird es dann bald auch wieder was von dir hier auf OkiTalk zu hören sein. Ich sage ein ganz großes Dankeschön für deine Zeit, die du uns gewidmet hast. Und wir dich heute Abend ein wenig anders, persönlicher, auf unsere Art und Weise hier dich kennenlernen durften. Dankeschön dafür. Ich sage auch danke und war mir ein großes Vergnügen, zu Gast zu sein. Ja, und nun würde ich sagen, kommt der Jingle, dann den letzten Abschlusssong und der letzte Abschlusssong vom Peter Arthur Straubinger ist... Zusammen von den Fantastischen Vier. Das ist der letzte, also das ist der ganz aktuellste Song, den ich mir jetzt runtergeladen habe auf meinem iPad. Der ist von den Fantastischen Vier zusammen mit Clueso. Und zusammen finde ich ihn ganz schön, weil auch ein weiterer Punkt, den ich ja mit meiner Arbeit und mit meinem Film ausdrücken wollte, ist, dass wir eben alle verbunden
verbunden sind, dass wir zusammen sind und wie wichtig das ist, nicht nur zu wissen, sondern auch zu fühlen und zu spüren und dann auch in seinen Handlungen im Leben auszudrücken. Ja, und den werden wir jetzt einspielen und ich sage ganz herzliches Dankeschön und tschüss, bis bald. Ciao, schönen Abend. Ciao. Radio Okie Toki, Radio Okie Toki.